Anfang, oder? 1931 schon. Jawohl. Super, sind wir auch. Hallo, schönen Abend und Herzlich herzlich willkommen. willkommen zur Online-Weinprobe Nummer 5. Hier sind schon alle ganz scharrig. Wir wollen ja alle schon einen Schluck Sekt trinken, macht man einfach mal auf. Ich habe meinen Ablaufplan vergessen. Ein paar einleitende Worte. Erstmal natürlich ein frohes Neues wünschen wir euch noch. Von Herzen, gesund. Genau, das ist das Wichtigste, dass wir gesund bleiben. Ja, und dann fangen wir direkt mal mit dem Sekt an, oder? Also ich freue mich den ganzen Tag schon drauf. Herzlich willkommen eben auch von mir. Und die Kollegen eben scharren hinten schon mit den Hufen, wie der Matthias gerade schon gesagt hat. Die wollen nämlich auch einen Schluck abhaben. Und Tagesziel, Matthias. Das haben wir uns verdient. Genau. Also, was im Paket sein sollte, erstmal eine Flasche Sekt. Eine Flasche Riesling, eine Flasche Grauburgunder in der bauchigen Flasche, dann zwei rote, nämlich ein Spätburgunder Kabinett trocken und einmal den Granatrock und dann haben wir noch einen Glühwein, den haben wir so als, ja, als Ausklang gedacht. Genau. Ja, So. Sacker, für draußen. Also, Zum Wohle. zum Jetzt Wohl. trinkt man direkt einen Ja, Schluck. Ich genau, sage erstmal. gleich was dazu. Zum Wohl. Also wir haben für heute Abend unseren Pinot-Sekt gewählt. Es ist einfach im Moment ja, ein unheimlich schön feiner Sekt. Es ist jetzt gerade sind noch die letzten Flaschen, die wir jetzt haben vom Jahrgang 2017, die wir jetzt auch noch mit verschickt haben eben. Und wenn ihr schaut, er hat ein super schönes, ganz feine Perlage. Das kommt eben von dem Hefelager. Der war jetzt, ich habe gerade noch mal kurz in den Ordner geschaut, deswegen auch die Verspätung von einer Minute. Der war jetzt wirklich 2 Jahre, also 24 Monate auf der Hefegelege. Beim Sekt ist es ja so, dass man erstmal Wein mache, ganz normal, und dann die zweite Gärung eingeleitet wird auf der Flasche. Und da ist natürlich so, also die Mindestdauer ist 9 Monate, die der Gesetzgeber vorschreibt, aber diese Zeitspanne darf man durchaus ausdehnen, verlängern. Das tut dem Sekt unheimlich gut. Da gibt er einfach Eleganz dadurch, wird einfach auch cremiger hinten. Und ich denke, der spiegelt es relativ gut. In der Farbe haben wir ja schon so ein schönes, kräftiges Goldgelb. Wenn ihr reinschaut, das ist eben von den Sorten. Wir haben da mit drin Weißburgunder, Grauburgunder und Spätburgunder. Und das haben wir dann aber in der Lese schon direkt zusammen. Also die werden auch direkt zusammengepresst, die Trauben. Sektgrundweine sind ja immer so die ersten eigentlich in der Weinlese, die wir holen. Da guckt man einfach, dass die noch nicht so viel Mostgewicht haben, dass sie dann einfach nicht so viel Alkohol entwickeln bei der ersten Ja, das ist ganz Gärung. wichtig. Niemand will einen Sekt mit 14 Volumenprozent Alkohol. Also, Ja, es wird ein ja. bisschen, wird das Anregende, das er ja eigentlich haben soll, vielleicht ein bisschen konterkarieren. Nee, er soll einfach nachher auch im Endprodukt nicht zu viel haben und einfach in der zweiten Gärung bildet er ja auch nochmal Alkohol. Und deswegen muss man einfach gucken, dass das Ausgangs-Mostgewicht nicht zu hoch kommt. Weißburgunder, Grauburgunder und Spätburgunder habe ich gesagt und eben den Spätburgunder, der schimmert dann so ein bisschen durch. Also das wird schon direkt abgepresst. Dadurch hat man natürlich keine volle Farbextraktion, jetzt wie für den Rosé oder Rotwein, aber man merkt dann schon, dass er einfach ein Ticke dunkler ist, wie wenn jetzt rein das Weiß- und Grauburgunder wäre. Genau, beim rein Rieche dann haben wir ganz klar auch diese Hefecharakteristik. Also da finde ich, merkt man jetzt schon einfach die Hefelagerung, die ja schön präsentiert, die da ist. Und das harmoniert unheimlich schön mit dieser Burgunder-Aromatik. Also diese nussig-mandelige Töne gehen dann so über in diese Hefearome, Brioche. Also habe ich so wirklich so diesen Gugelhupf mit den Mandeln vor Augen. Also das ist so, finde ich, so diese Einheit auch, die das dann bildet. Fruchtarome eher im Hintergrund. Vielleicht so ein bisschen Richtung Birne, Quitte, Anklang. Aber was wirklich im Vordergrund ist, sind diese Hefeerinnerungen, diese ganz klare auch Charakteristik, die einfach auch so ein bisschen in Champagner-Richtung geht. Das wäre ja durchaus hier ausdrücken wollen. Auf der Zunge, dann einfach schön das Lebendige vorne, natürlich unterstützt von der Kohlensäure.
das Erfrischende. Und dann aber trotzdem, der ganze Gaume wird ausgekleidet. Die Zunge ist richtig schön voll umschäumt. Und dann im Abgang dieses Cremige, was dann auch so schön zur Hefe passt. Also ist, denke ich, so insgesamt ein sehr rundes Gefühl. Ein unheimlich schöner Aperitif jetzt für vorneweg, der den Gaumen öffnet, uns anregt, uns Lust macht einfach auf das, was kommt. Und genau, oder, also ich bin ja der Sekttrinker, ich kann das auch den ganzen Abend trinken. Ich auch. Nicht nur vorneweg. Kann ich auch, also gerade wenn man so sagt, es geht Richtung Champagner, aber der Sekt kauft jedem einfache Brutschampagner, finde ich den, also der läuft ihm eine Schneid ab. Der ist perfekt für den Preis, das muss man gerade mal wieder sagen, ein handwerklich gemachter Winzersekt, genau gleich wie die, wie die Champagnerhäuser, also klassische Flaschegärung. Wie lange war er jetzt auf dem? Der war 2 Jahre. Und 24 wir haben jetzt Monate, ja, genau. Ich habe jetzt eben geguckt, er hat jetzt im November nochmal die letzte Box degorschiert. Ja. Und wir haben ja vom 16er Jahrgang, also einen Jahrgang früher, haben wir ja noch 2 Boxen mal aufgehoben. Den wollen wir jetzt einfach mal so ein bisschen aus, praktisch wie eine Selektionsqualität nachher einfach jetzt noch länger auf der Hefe lassen. Der hat dann ja praktisch jetzt schon ein Jahr, anderthalb Jahre eigentlich Hefelager mehr. Und da gucken wir jetzt mal, ob wir mal im Sommer vielleicht was, vielleicht auf nächste Weihnachten. Ja. Dann schauen wir mal, was wir da, dass wir den dann einfach wirklich nochmal mit 4 Jahre Hefelager ja dann praktisch anbieten können. Da freue ich mich echt drauf. Ich das auch. Wird spannend. Der war unheimlich schön vom Charakter her. 2016, ja ein später Jahrgang, so Spätentwickler eher. Ich glaube, das wird, wird spannend. Da freue ich mich drauf. Ja, und auch bei dem, also beim das sind ja jetzt die letzte Flasche, hast du gesagt, vom 2017er, mit dem Jahrgangswechsel auf 2018. Da wird dann nochmal ein bisschen anders, der Pinot Brut, aber anders gut. Also der Georg lässt da immer einen Teil noch im Holz lagern. Also wenn es noch Wein ist, das gibt ihm halt nochmal mehr Struktur. Es gibt halt Länge. So, es gibt Länge, es gibt Dichte nach hinten. Genau. Also insofern, ohne dass er, darf ich das sagen, das Wort, ohne dass er fetter wird. Also, ja, genau. Er kriegt dann einfach mehr Rückgrat noch. Eher noch so schneid oder so schneidiger aus. So mehr Grip halt. Mhm. Genau. Das wird toll. Also da sind wir, glaube ich, auf einem guten Weg. Unser Chef ist ja in allen Richtungen immer ein bisschen am Optimieren und am Verbessern. Wir wollen uns ja auch weiterentwickeln. Wir wollen nicht stehen bleiben. Und das merkt man natürlich schon. Da wird immer wieder hier und da an den Schrauben gedreht, was eben möglich ist. Und da sind wir immer so ein bisschen am schauen, was noch besser geht, was besser möglich ist vielleicht in der Zukunft. Genau. Wir sind gespannt. Aha. Genau. Zum Rahmenprogramm der heutigen Probe. Ich habe jetzt einfach noch mal einen Film übers Herbst, weil jetzt ist ja doch gerade so kalt und so ganz bissig kalt, auch hier unten. Wir haben Schnee und ich habe jetzt ein bisschen Schnee. Der Kandel ist weiß. Ja, vorgestern hat es ja auch noch Schnee, also... Das kann man ja hier schon sagen. So erträglich. War ganz gut. Drum habe ich jetzt gedacht, es gehen wir nochmal filmisch in Spätsommer, in Herbst. Guck uns noch mal das Herbstvideo an. Das ist eigentlich ganz schön. Das sind schöne Aufnahmen. Ihr könnt da einfach nochmal ein Gläschen Sekt trinken. Das schadet nie, denke ich. Zurücklehnen, genießen. Und dann geht es auch nachher schon weiter mit dem Riesling, den der Chef vorstellt. Also, viel Spaß mit dem Film. Bis gleich.
So, dann sind wir wieder zurück. Genau, die Herbstbilder waren jetzt so ein bisschen zum Aufwärmen gedacht. Der drohnenpilotischen Freund des Hauses. Ihr dürft natürlich gerne auch weiterhin gern Fragen über den Chat stellen und einfach euch melden, wenn euch was interessiert, auch wenn eine Erklärung jetzt nicht irgendwie gepasst hat für euch oder ihr nachfragen wollt, immer gerne oder irgendwas, was wir gar nicht angesprochen haben. Bitte fragt über den Chat, wir kriegen das hier mit. Genau. Und Georg, du hast uns jetzt den Riesling mitgebracht, oder? Ich habe den Riesling mitgebracht. Das passt jetzt auch gerade zu den Filmaufnahmen, wo wir gesehen haben. Weil das war eine Ernte von Sauvignon Blanc, wo da aufgenommen war. Und das ist in Riesling, in Sexau, im Reicherbächli. Und der Riesling steht da gerade praktisch ein Zug oben dran. Also gerade da, wo die Reihe praktisch fertig war, dann gerade oben dran stand der Riesling. So praktisch auf dem Bergrücken, wo es dann immer ein bisschen windig ist, ein bisschen zugig, dass er eher sehr trocken steht. Und Trocken und auch eher kühl, oder? Glaube ich, hat es der Riesling gern. Also jetzt eher kühlere Lagen. eben wegen dem steht er eigentlich ganz oben, ne, dass er dann ein bisschen immer der Wind geht und dass es nicht so heiß wird. Wir sind ja dann so am Schwarzwald, an der Vorbergzone, und wir haben auch so diese Fallwinde. Also in Freiburg ist ja so der Höllentäler bekannt. Den haben wir natürlich nicht, bei uns ist der Elstäler eben. Beziehungsweise dann, ich weiß nicht, was ein Beamtin da rauskommt, dann an Sexau vorbei. Genau. Kann oben Vom Kandel. Ah, um die Kandelwind. Na dann. naja, ich habe wegen Rodi Bäckli heute, war heute Mittag am Reben schneiden. Wenn da dann nicht Wärme kommt am Abend, dann gibt es meistens ein bisschen Rodi Bäckli. Boah, sagt er doch glatt, als er zurück war. Also er musste fast schwitzen. So schön warm war es bei uns, Matthias. Nur so ganz nebenbei. Also die Empfindung hier ist durchaus unterschiedlich. Aber ich fand es Ja, auch und eher. bisschen Schnee noch, oder halt der Schnee ist schon weggetaut am Mittag im Rehberg, weil es so eine Brumme ist. Und dann halt das schönste Wetter zum Schneiden auf jeden Fall. Besser wie zu heiß. Aber auch schon geht, im T-Shirt Reb geschnitten. Ausnahmesituation. Aber jetzt sieht es ja doch tatsächlich nach Winter aus im Moment. Und wir beginnen mit dem Rebschnitt immer erst im Januar, wirklich, damit die Holzreife auch richtig abgeschlossen ist, oder? Ja, man war eigentlich schon, aber dieses Jahr waren wir jetzt ein bisschen früher dran, weil der letzte Herbst natürlich extrem früh war. Und dann haben wir im Dezember schon ein bisschen angefangen. Aber immer so halt mit angezogener Handbremse sozusagen. Jetzt dann, ab nächste Woche geht es richtig los. Dann kümmern wir uns um Saisonkräfte und dann geht es richtig zur Sache. Wird geräumt, damit alles wieder. Also der wird einfach auch, wenn ich das jetzt kurz auch nur erklären darf, einfach alles zurückschnitten. Wir lassen am Rebstock nur eine Fruchtrute dann, also praktisch letztjährig gewachsenes Holz stehen. Aus dieser Rute wachsen dann wieder die neuen Triebe und an diesen Trieben sind dann auch die Traube dran. Also so schneidet man das eben dann alles zurück, dass man da so ein bisschen komprimiert dann einfach auch natürlich im Auge hat, was da wachsen soll und kann. Also Ertragskontrolle natürlich jetzt schon mal und auch natürlich Qualitätskontrolle. Ich glaube, wichtig für den Rebschnitt, ich darf das nicht machen, ich bin da nicht qualifiziert genug dazu, aber dass man einfach aufs Richtige stehen lässt, damit am Kopf das so weit geordnet ist, dass man natürlich die Rute auch gut in den Drahtrahmen einbinden kann und so, und damit es natürlich so auf die Folgejahre hin, glaube ich, wäre das alles schon so ein bisschen geplant. Habe ich mir sagen lassen. Ja, ich habe jetzt auch heute, also das, was ich dann immer selber schneide, ich komme ja nicht so viel zum Reben schneiden. Das sind immer die Junganlage, so bis zum vierten Standjahr. Das ist bei uns immer noch wegen Schiffssache. Da hat man praktisch dann, da tut man den Stock dann aufbauen und hat mal eine gewisse Grundlage. Ja, da kann man eigentlich viel falsch machen die ersten paar Jahre. Und deswegen mache ich das meistens selber oder bin wenigstens dabei dann, wenn es in die Junganlage geht. Obwohl man nicht gute Mitarbeiter hat. Also ich traue das denen auch zu. Ein Top-Team. Also wir sind im Moment sehr, sehr glücklich, wobei wir eine Position zu besetzen haben. Unser Mann aus dem Keller, der Marco Hammer, verlässt uns ja leider und zieht weiter zu seinem Wohnort. Deswegen haben wir durchaus Kapazitäten frei. Also wenn jemand gut ausgebildet ist für die vornehmliche Arbeit im Keller, also natürlich ist es bei uns jetzt nicht, wir sind ja nicht so groß, dass man jetzt dann nur im Keller wäre, aber
wenn jemand Lust hat. Im Herbst ist man natürlich viel im Keller, auch natürlich nach dem Herbst, im Winter jetzt. Aber man muss natürlich auch mal bei uns irgendwas anderes mithelfen. Man ist mal draußen mit dabei oder bei uns im Betrieb oder bei der Weinwanderung hilft man mit, was auch immer, was halt ansteht. Ist man immer allround dabei. Das macht es ja dann auch spannend und abwechslungsreich. Aber wie gesagt, ein Weinküfer, ein Techniker, wie auch immer, wer Lust hat, gerne melden bei uns. Genau. Gut, jetzt haben wir Riesling im Glas. Ja. Vielleicht erst noch ein bisschen zum Standort. Wenn ihr vorher die Bilder gesehen habt von Sexau, wenn Riesling alle in Sexau stehen und gerade eben oben dran über den Sauvignon, wo vorhin im Film war. Wir haben da gerade hinter uns noch ein Bodenprofil. Das ist zwar nur teilweise im Bild, glaube ich, also nur der untere Teil, weil da oben fällt dann ein Stück. Aber das ist typische Boden von Sexau, also Gneis. Gneisverwitterung, das ist jetzt der reine Pfälzer praktisch. Wir sind ja hier in der. Die Kamera schwenkt. Sind wir noch drauf? Ja. Man sieht dann, wenn es bis ganz oben sieht, oben ist praktisch der Bearbeitungshorizont, nennt man das, also ganz oben runter. Das ist praktisch das, was immer mal umgepflügt wird oder wo auch bearbeitet worden ist früher schon. Und weiter unten kommt dann halt der Felsen. Also schon nach 40, 50 Zentimeter, ne? Ja, also klar, tiefer bearbeiten wir ja auch nicht. Also selten. Also wir haben da zum Teil mit dem Bagger gearbeitet, mal um den Felsen ein bisschen aufzubrechen. Aber an der Stelle, wo das jetzt geholt worden ist, natürlich nicht. Und es ist tatsächlich, wie es im Berg ist, also 1:1 rausgenommen aus dem Berg und so präpariert, dass man das hier eben anschauen kann und dass es bleibt. Aber das ist auch von der Tiefe her genauso, wie es ist, ne? Ja, ja. Im Berg draußen. Ja, wieder unten wird es halt immer steiniger dann. Weil da ist der Fels ein bisschen verwittert schon, also ist nicht so, dass das richtig massiv ist. Aber gerade in Sexau gibt es auch so, der Fels kommt praktisch immer mal wieder hoch und dann geht er wieder ein bisschen runter. Es gibt schon Stellen, die haben wir mit dem Bagger damals ein bisschen aufgerissen, dass man einfach tiefgründiger wäre, dass man einfach die erste Rebe, die da waren, die haben wir, ich glaube 1972 sind die gepflanzt worden, wo wir die Rust gemacht haben, damals noch mit Holzpfählen, da waren zum Teil Pfähle nur so viel drin. Ja, also gerade so 30 cm, 25, 30 cm und dann war der blanke Fels schon zum Teil. Und deswegen haben wir dann, wo wir es dann wieder frisch angelegt haben, haben wir es dann mit dem Bagger ein bisschen umgegraben, dass man einfach tiefgründiger wäre und das hat sich jetzt eigentlich bewährt. Gerade jetzt die trockenen Jahre, die letzten Jahre, wenn es dann ein bisschen tiefgründiger wird, dann, auch wenn es auch steinig ist, aber dann die Feuchtigkeit hält sich trotzdem viel besser, wie wenn es der reine Fels ist. Okay. Ist Gneisverwitterung, also praktisch Gneis ist das Grundgestein vom südlichen Schwarzwald. Und Weinbau auf Gneis wird eigentlich gar nicht so viel betrieben. Das ist praktisch nur so eine Zone, wenn man es jetzt so auf der Landkarte dort betrachtet, ist es eigentlich von Freiburg-Schlossberg bis zu uns nach Sexau. Ja? Das ist gerade so eine Zone, also Freiburg, übers Wildtal, Glottertal zu uns und bis nach Sexau. Und dann ändert sich der Boden wieder. Das ist praktisch wie so eine Bucht im Schwarzwald drin. Und weiter südlich jetzt andere Boden und weiter nördlich dann auch. Probieren wir mal, was wir da im Glas haben. Ja, Riesling ist eigentlich die meistverbreitete Sorte in Deutschland. Ist auch, soviel ich weiß, die einzige Sorte, wo aus Deutschland stammt. Und deswegen auch sehr gut angepasst, gerade ans kühlere Klima, ans Cool Climate sozusagen. Deswegen bei uns, wir sind ja sehr südlich für Rieslinganbau, wir haben eben relativ hoch stehen, relativ kühl, will ich mal sagen. Dass er eben standardgerechter eigentlich steht, dass er schön ausreifen kann. Riesling braucht eine lange Reifezeit, umso länger, dass er hängen kann, umso besser bildet er die Aroma aus. Wir haben jetzt im Glas 2019er, also vom letzten Jahrgang.
Der war ja nicht ganz so heiß, also war ja schon auch warm, natürlich gerade genug, aber nicht ganz so heiß wie jetzt 18 oder wie 20 dann wieder. Und aber dann ein bisschen länger hängen lassen können, dass er gut ausreift. Und jetzt mal probieren. Schöne Frucht, so ein bisschen Pfirsich, ein bisschen so das, bisschen das Exotische drin, ein bisschen so, weiß nicht, Litschi. Ich finde eher, es geht Richtung Ananas. Ich bin völlig Ananas, geflasht. Ja. Ich bin jetzt nicht so der Riesling-Fan, gebe ich zu. Und ich probiere ihn vielleicht dann auch nicht so oft, aber ich bin völlig, das ist ja ein schlanke, leichte Kabinett und der hat so viel Frucht, der wirkt so in der Leine, ich habe noch nicht auf der Zunge gehabt, Leine im Geruch, so saftig, so animierend, diese Zitrusfrische und dann eben auch, also der wirkt so richtig wie so vollreifes, saftiges Obst, finde ich, wo man jetzt denkt, oh, jetzt reinbeißen. Also ich finde der enorm, also fast schon opulent für im Geruch für ein Kabinett. Also empfinde ich jetzt so. Ja, wir schauen natürlich auch, dass man im Kabinett, das was wir jetzt als Kabinett haben, was ja später mal so Richtung Gutswein heißen wird, haben wir trotzdem auch sehr hochreife Traube. Also es ist nicht so, dass das irgendwie. Das hat natürlich auch, machen die Jahrgänge natürlich, die letzten Jahrgänge auch möglich, dass das natürlich alles super reif ist. Und natürlich einerseits, klar, ist die Trockenheit nicht immer schön, andererseits macht es uns natürlich auch super gesunde Trauben. Das ist echt ein Vorteil an der ganzen Geschichte, glaube ich. Wie gesagt, sehr fruchtbetont. Aber auch schön mineralisch, oder? So ein bisschen Mineralität. Also ich finde, da riecht man auch so ein bisschen diese Kühle vom Stein. Ich weiß nicht, ob man das nachvollziehen kann. Aber wirklich so eine feine Mineralität auch mit drin. Andrea schimpft immer mit mir, wenn ich mineralisch sage. Vielleicht zum Erklären. Ich finde, es ist eben so ein bisschen dieses, ja, doch über den Stein. Also ihr seht ja, wo die Riesling wachsen. Das ist halt einfach felsig. Und da müssen die Wurzeln ja auch ganz tief runter, damit sie eben noch ein bisschen Wasser finden. Und das macht sich dann schon auch, finde ich, im Wein bemerkbar. So eine Kühle, die er einfach ausstrahlt. Ja, entwickelt sich jetzt im Glas auch ein bisschen. Die vordergründige Frucht, wo man geht. Genau. Wird ein wenig vielfältiger. Öffnet sich. Wir haben natürlich auch schöne Gläser, muss ich jetzt sagen. Wir haben relativ große Gläser, auch jetzt für den leichten Riesling. Es lohnt sich dann natürlich einfach, dem Wein Oberfläche zu geben, Raum zu geben. Gut, wenn man dann probiert. Was mich am Riesling immer so begeistert ist, dass er eine schöne Saftigkeit hat, ohne dass er viel Alkohol hat. Riesling ist ja immer etwas, der eigentlich bei uns Riesling und Müller-Thurgau sind die mit dem wenigsten Alkohol eigentlich. Die Burgunder-Sorte, unsere Hauptsorte, sind immer ein bisschen drüber. Mit relativ wenig Alkohol haben wir hier sehr viel Fülle, sehr viel Spiel. Schöne Saftigkeit, also das macht mich am Riesling immer, oder begeistert mich am Riesling eigentlich immer am meisten, wenn er so eben so den, so ein bisschen den Trinkfluss anregt, also dass er einfach, ja, man hat Lust, gleich wieder, dass man ein Schlückchen nimmt wieder. Und nachverlangend. Also macht natürlich schon Laune. Ich finde gerade so am hinteren Teil von der Zunge hat er so ein bisschen diesen Grip auch und das merkt man dann einfach, das animiert zum Weitertrinken. Und bei den moderaten Alkoholwerten kann man sich das dann natürlich auch gut leisten oder kann auch mal was knabbern zwischendurch dazu. Anja hat hier wunderbare Parmesankekse gemacht. Bei mir zu Hause, ich mache einfach nur schnell eine Rolle und schneide sie, aber hier sind sie wunderbar künstlerisch ausgeformt. Man merkt gleich, wer hier für die schönen Dinge zuständig ist. Genau, also kann man auch gern was knabbern dazu. Der Riesling sonst in der Speisebegleitung finde ich manchmal nicht ganz so einfach einzubauen, weil er halt doch ein bisschen Säure hat. Geht schon auch. Du magst ihn unheimlich gern zum Fisch. Glaube ich, ist so bei dir. Ja, auch passt angesehen. Nicht zu jedem, aber Fisch ist okay. Gern dazu oder auch helles Fleisch. Ich habe heute Goggel gekriegt, wenn ich das mache. Wenn ich aus der Brust vielleicht Schnitzel mache, dann wird es vielleicht auch schön dazu passen. Also, wir lassen uns was einfallen. Geht auf jeden Fall. Ja, dann, also für mich wäre es eher so, die, also wenn da jetzt so geschnetzelt ist oder so halt. Ja, aber mit Sahnesoße, bist du sicher? Ja, halt jetzt so
Hühner Frikassee oder sowas in die Richtung. Also nicht so. Aber dann dürfte er schon, also Hühnerfrikassee würde ich glaube ich eher zum Chardonnay greifen, weißt du, was Cremiges. Ja. Naja, also einfach ausprobieren. Wir sind gespannt. Ihr könnt ja gern schreiben, was ihr so esst dazu oder was es bei euch gibt. Vielleicht wird es ja richtig auch gekocht worden. Genau. Der Riesling ist bei uns ja so eine bisschen Besonderheit im Breisgau. Das ist jetzt ja nicht die Hauptanbauregion, aber der Georg hat das, finde ich, jetzt schön erklärt, warum sich das bei uns so gut eignet. Vielleicht, was mir immer geholfen hat, bei dem Gestein, noch eine kleine Anmerkung vom Laien, gneisisch aufgewärmte Granit, also so in der Gesteinsgeschichte, glaube ich, gell? War Granit und dann praktisch nochmal eine Evolutionsdings drüber und dann eben wurde der Gneis draus. Ja, die Minerale sind genau die gleichen. Von der Theorie her ist es so, dass der Granit ist ja so eher so sandig, also so die einzelnen Minerale so gekernt vorhanden und der Gneis ist ja so schichtig, ja. Und anscheinend war das dann so, dass das nur mal, also irgendwie in der Evolution mal wieder runtergestiegen ist, nur mal warm war ist, sozusagen, und dann sich so, und so schichtmäßig auf, angelegt hat. In so einer spannenden Gegend wohnen wir. Und in echt kann man sich den Stein auch immer angucken bei unserer kulinarischen Weinwanderung. Wir hoffen, dass wir sie zum normalen Termin durchführen können. Das ist dieses Jahr der 24. April. Samstag. Genau, wir sind einfach guter Dinge. Die ersten Anmeldungen trudeln ein. Wir freuen uns einfach auch über unsere Fans, dass die dabei sind und sind sehr gespannt oder hoffen einfach sehr, dass es einfach klappt. Wir werden wahrscheinlich natürlich wieder weniger Leute nur annehmen können. Das machen wir jetzt mal vorneweg so. Und dann muss man sehen. Wir hoffen, dass wir es durchführen können. Ansonsten haben wir bewiesen, dass wir auch umjonglieren können. Und in den Oktober rutschen, wenn es nicht anders geht. Jetzt gehen wir einfach mal davon aus, dass bis dahin das ganz gut klappt. Genau. Ja, meine letztes Jahr hat es eigentlich ganz gut geklappt mit den Corona-Vorschriften und alles haben wir ganz gut gelöst, denke ich. Ja, und die Teilnehmer haben auch super mitgemacht und sich wirklich schön an die Maßgaben gehalten. Doch. Und ich denke, auf diese Art, wie wir es jetzt gemacht haben, können wir es auch wieder durchführen. Müsste, denke ich. Wir hoffen das Beste. Genau. Das wird wohl klappen. So. Matthias, hast du noch irgendwie einen Film vorbereitet? Oder können wir weitererzählen? Oder kommst du wieder ins Bild? Noch einen Film? Okay. Über was? Rebschnitt. Oh ja, das hat ja gerade der Chef schon selber hier erklärt. Ja, nur mich ja dann.
So, gut. Da sind wir wieder. Jawohl. Machen wir weiter schon, Grauburgunder? Klar. Ich habe gerade jetzt vorher, als ich habe ihn aus der Kühlung genommen, habe gedacht, der wäre jetzt auch schön, er hätte ein bisschen Luft gehabt. Aber das machen wir jetzt im Glas. Genau. Kriegt er das gleich. Solange du den Grauburgunder aufmachst, noch ganz kurz zu einer Frage nach Mundinge, nach dem Bode. In Mundinge ist so, dass drüber Löss liegt. Wir haben auch so ein Bodenprofil vom Löss hier, aber ist jetzt nicht im Bild. Drunter ist Muschelkalk. Irgendwo an einer Stelle guckt es wohl auch raus, sagt der Georg, da sieht man es auch. Und dann drüber ist richtig 4-5 Meter Lössauflage. Und Löss ist ja so ganz weich, ist ja dieser vom Wind angetragene Sand. Und für uns Kinder war das sensationell. Ich weiß noch, wie wir in Herbolzheim Reben gepflanzt haben. Und dann wird ja der Boden so frisch gefräst. Und wie wir da barfüßig rumgerannt sind und das war für mich so eine wahnsinnige haptische Erfahrung, dieser weiche Boden, weil wenn mein Buchholz groß wird, da hat es halt immer nur Steine und es stupft immer an den Füßen. Und in Herbolzheim war das so weich und so schön, also sensationell. Also wir haben eben ganz unterschiedliche Böden im Betrieb und dazu kommt ja in Emmendingen noch so ein bisschen eine Wettergrenze. Und das versuchen wir natürlich auch auszunutzen, dass wir einfach den optimalen Standort für jede Rebsorte uns auswählen und einfach gucken, dass sie optimal wachsen kann. Jo. Der Grauburgunder kommt nicht aus Mundinge, das ist ein Buchholzergewächs.
Ja, unser Parade-Grauburgunder von 2018. Vielleicht kann man an dem Wein jetzt auch mal erkennen, warum er Grauburgunder heißt. Also die Traube vom Grauburgunder sind ja gris, also ja, französisch, Rotbraun. ja, so rotbraun, rostbraun, lachsrot, je nachdem. Also das tendiert da schon ganz schön zum Spätburgunder, mit dem er ja verwandt ist. Und ja, 2018 haben wir den Grauburgunder-Traube vom Riedele. Ein bisschen Maische Standzeit gebe. Das heißt, die sind hier im Weingut, also wir haben sie händisch gelegt. Das ist, wie nennt man das jetzt? Altorange, also na, Ja. schön. Und was ich toll finde, man sieht es schon durch die Flasche durch. Ich weiß nicht, ob euch Ja. das aufgefallen ist, aber wenn man so in die Flasche guckt, sieht man schon, dass es eben ein bisschen dunkler ist, der Inhalt. Genau. Ja, 2018 war auch ein sehr heißes Jahr. Der Wein geizt deshalb auch nicht im Alkohol. Also der hat 14,5 Volumenprozent Alkohol, aber super verpackt. Also das ist ganz erstaunlich, trotz dass es so warm war und bei Wärme wird ja die Säure auch ein bisschen so aus der Traube ja, rausgeatmet, sag mal. Trotzdem ist er ganz gut in der Säure. Also das merkt man nachher beim Trinken dann. Also der hat eine super gute Säurestruktur und geht halt, ja, der hat einen Zug, aber das mag ich ganz. Das gefällt ja gut. Das gefällt Darf ich mir noch ganz kurz? gut, genau. Ich will noch kurz das Riddele erklären, wenn ich darf. Ja, gern. Riddele ist bei uns im umgangssprachlich einfach oder in unserem Betrieb, ich weiß nicht, ob das in ganz kurz so ist, einfach der Name für ein Gewand. Also wir sagen jetzt ja nicht, wir gehen in den Rehberg, sondern wir gehen halt ins Riddele oder wir gehen in den Wachbühl oder dorthin. Und so hat natürlich im Buchholzer Berg, der natürlich klein ist, aber trotzdem gibt es da einfach unterschiedliche Bereiche, unterschiedliche Parzellen und die haben einfach auch Namen. Man muss ja wissen, wo man hingeht. Und genau, und da haben wir uns einfach überlegt, auch im Zuge, der Georg hat es vorher auch ganz nebenbei einfließen lassen, was jetzt einfach dieses Weinrecht, wo sich's hin entwickelt. Und da wollte man das einfach auch so ein bisschen schon abbilden im Wein. Jo, genau. Ja, da werden wir dann mal drüber reden, wenn es soweit ist. Gell? Mit dem, Wir, da sind man, wir noch ein jetzt bisschen ist in ja schon an Entwicklung. eine neue Karte. Genau. Wir hatten letzte Woche Strategiesitzung und haben die neue Karte so ein bisschen zusammengezimmert und werden uns da einfach hinbewegen in den nächsten Jahren. Genau. Ja, wo waren wir beim Ausbau? So wie alle Parzelleweine bei uns, Spontangärung im 500 Liter Holzfass. Und auch anschließende Lagerung im Holzfass. Die Holzfässer sieht man unter links. Das sind sogenannte Tonneaufässer, die sind 500 Liter groß. Ich glaube, der Georg macht ein oder zwei Fässer im Jahr. Ich glaube eher eins. Ich weiß nicht, Na, nicht also ganz immer ein. Ich mehr glaube schon irgendwie. zwei pro Sorte. Genau. Vielleicht Riesling nur eins, weil da nur ein Teil im Holz ist. Ja. Aber ich glaube, Weißburgunder, Grauburgunder, das sind schon zwei, oder? Ja, kann sein. Aber Müssen wir mal okay. fragen. Auf jeden Fall 500 Liter Tonneaufass. Riecht man dann auch, also wenn man reinrieche, sehr komplexe Nase. Der wird auch von Minute zu Minute anders. Also man riecht so dieses Vanillewürzige auf jeden Fall raus. Dann geht es so Richtung, ja, was Cremiges hat er auch. So ein bisschen Röstbrot, was Cremiges. Ja, So wie so ein. zum Cremige passt dann auch, finde ich, so ein bisschen das Richtung Akazienhonig, was er auch hat. Er hat Ja. ja dann auch so eine süßliche Komponente, kommt mit dazu. Also ganz, ganz komplex. Also man riecht immer was anderes und bestimmt riecht ihr auch was anderes als mir jetzt noch. Aber mir belasse es, glaube ich, mal bei dem. Von der Farbe her finde ich ihn brutal ansprechend einfach. Also mir macht Spaß, so Grauburgunder, die ein bisschen Farbe haben, zu trinken. Ich finde das einfach, ja, das steht ihm ganz gut. Das war ja vor deiner Zeit, aber ich habe dir schon erzählt, wir Ja. haben auch schon mal Grauburgunder Maischegärung, das war Anfang der 90er, würde ich sagen. Ich habe, glaube ich, 94 im Kopf, hatten wir das schon mal. Das war jetzt natürlich nur eine kurze Maischestandzeit, da merkt man es einfach vom Jahrgang her. Das war halt ein sehr trockenes Jahr und dann war einfach auch wenig Saft in der Traube. Und dann ist natürlich, wenn die Schale dann dunkel ist, ist das einfach im Verhältnis dann viel Farbe, was dann natürlich auch in den Wein übergeht. Ja. Aber es sieht schon spannend aus. Voll. Ja, vom Geschmack her. Also es ist eine Wuchtbrumme, auf jeden Fall. Aber ich finde ihn trotz allem, trotz dem ganzen Alkohol, wenn man das im Hinterkopf hat, 14,5%, trotzdem die ersten Schlucke sind ganz, ja, ganz mineralisch, ganz karg.
Und ich bin so, je wärmer er wird, desto mehr Frucht und desto mehr... Opulenter, ja, wird er dann. Genau. Ich denke auch, opulent wird er schon. Man sieht es auch schön im Glas an der Kirchefenster. Also Kirchefenster nimmt man eben das, wenn das so extraktreich ist, auch wenn das dann so runterfließt. Da merkt man einfach auch, wie viel Rückhalt oder wie viel dran ist auch an dem Wein einfach, wie viel Kraft hat. Ich bin auch im Geschmack, ist also gar nicht so auf der fruchtigen Seite, sondern halt eher dieses Karge, dieses, also ich habe es vorher so beschrieben, der hat Zug, der Wein. Ich finde das halt, also der regt extrem an. Ja, ich finde noch, was mir in der Nase auffällt, ist so ein bisschen diese kräuterige Aroma auch. Und ich finde, die hat er auch auf der Zunge. Und das ist das, was ihn so ein bisschen die Herbe auch gibt. Mhm. Und ich glaube, die Herbe ist schön, weil er dadurch gar nicht sättigend wirkt, sondern eher so, ja, schon, gib mir mehr. Also. Gib mir mehr, dann durchaus frisch. Ja, toller Wein. Und jetzt kommt auch ein bisschen Frucht. Ja, ja, wenn also. Er ein bisschen wärmer wird. Genau. Mir also, aber auch auf der Expertise stehen. Also, man kann den kalt trinken, keine Frage, aber es steht ihm eigentlich besser, wenn er so, ich weiß nicht, 9 bis 11 Grad. Das kommt ganz gut hin, für die, die es genau nehmen. Es ist halt echt so ähnlich dann schon wie bei einem leichten Rotwein. Ja. Also, das ist einfach so, auch dass er eine gewisse Zeit braucht. Also der Matthias hat ja erzählt, dass er spontan vergoren ist, ohne Hefezusatz. Und ohne Hefezusatz. Und das sind dann Weine, die einfach länger Zeit brauchen. Ich weiß noch, wie ich das erste Mal so einen Spontangärer probieren durfte. Und die Jungs hatten einen riesen Spaß im Keller. Und ich habe so gedacht, oh, hoffentlich wird das was. Also das sind einfach Weine, die dann Zeit brauchen. Die sind im jungen Stadium noch so ein bisschen diffus, verschlossen. Da weiß man dann nicht so richtig, wo geht's hin. Und je reifer die werden, umso besser öffnen die sich und umso mehr strahlen die dann aus. Da sind wir wieder beim Thema Wein weglegen. Ne? Also gerne auch mal 6 Flaschen kaufen und einfach in Keller verfrachten. Dann hast du so jedes Jahr eine. Genau. Also ja, da muss man einfach auch so ein bisschen sich einfach abgrenzen. Was ist ein Weißwein, den ich jung und frisch trinke? Und was ist eben ein Weißwein, wo ich einfach Zeit brauche, ein bisschen Ruhe brauche und natürlich auch ein schönes Essen dann. Ja. Wir haben hier gerade die Essensempfehlung vom Chef gekriegt, Zwiebelroschbraten. Also würde ich mir auch mal probieren, oder? Gern. Ja, also ich wäre auch dabei. Gerade am Freitag natürlich, aber also gern. Ja, so Katholik durch, oder wie? So was hätte ich auch gesagt, was Kräftiges, ne? Was Deftiges. Ja. Aber, also ich weiß jetzt, ich komme wieder mit meiner Sahnesoße, aber ich könnte mir jetzt so, weißt du, so richtig schön, oder einen richtig schön dunkle Braten mit einer richtig schön dunkle Soße. So Ramsese-Brüssel finde ich auch ganz gut. So Morcheln. Oh, jetzt kommst du wieder mit den Pilzen. Also, bin ich voll dabei. Bist voll dabei. Der Wein kam auch ganz gut an in der Fachpresse. Das fand ich ganz witzig. Also die ganze Weinführer, wo wir auch immer unsere Weine hinschicken, die finden sowas auch ganz gut. Gerade wenn sie mal ein bisschen anders aussehen und ein bisschen anders schmecken. Ich habe mal so ein paar Zitate. Jetzt wo habe ich es? Kannst du nicht so lesen vom Bildschirm, ist zu klein. Das ist jetzt also gemein. Die, ich ja. Soll ich mal näher rangehen? Die... Kräftiger Wein, dicht, füllig, karamellig. Genau, mit viel Substanz, schreibt der Gomio, aber ihr könnt es ja selber lesen. Ne? Der Eichmann ist ein bisschen differenzierter beim Grauburgunder Riedele, dem Maischestandzeit eine schöne Färbung gibt, ist der Alkohol bereits im füllig warmen Bouquet deutlich, dank einer guten Säurestruktur geht er aber nicht in die Breite. Ja, kann man so unterschreiben, denke ich. Und der Falstaff schreibt eigentlich die schönste Beschreibung. Aber das könnt ihr ja selber mal lesen. Wir können es nicht. Ja, so viel. Also eben, der Wein kam ganz gut an. Und ich bin auch ein totaler Fan. Also seit er auf der Flasche ist, seit man die erste Schlucke probieren durfte, bin ich ein ganz großer Fürsprecher. Und ich denke, wenn mal wieder Weinprobe möglich sind, so im Haus, dann, wenn ich die Weinprobe durchführe, dann schenke ich den gerne aus. Ah, auf jeden Fall. Und dann wunderst dich, wenn alle zu dir wollen.
Also ich finde es einfach toll, auch wie er sich verändert, wenn er jetzt ein bisschen wärmer wird im Glas. Also wie vielschichtig das dann ist, wie viel Aromen da noch kommen. Und das zeigt eben, dass der auch noch gar nicht am Höhepunkt ist. Der hat noch ganz, ganz viel Zeit vor sich. Das ist jetzt wirklich noch der ist in seiner absoluten Jugend. Den Vergleich von dir mit dem leichter Rotwein finde ich ganz gut. Ich denke mal, wenn man den Wein temperiert auf 15 Grad in ein schwarzes Glas hätte, also wenn man den Wein nicht sieht und nur probiert, dann geht er zu 100% als Rotwein durch. Also gerade wenn man mal jetzt die Augen schließt und trinkt, das ist so, der ist ein bisschen gärbig, der. Ja, und Ja, so der auch hat diese. so einen leichten Rotweincharakter einfach. Ja, unterstützt natürlich auch durch das Holz so ein bisschen an die Zungenränder, was ihm einfach da noch hinten raus die Struktur gibt, gell? Also, ich bin gerade so rechts, links an der Zunge, merkt man ja schon so ein bisschen Gerbstoff, eben wie du sagst, die Holzstruktur, ein bisschen Leinen. Also, klar, das ist schon deutlich da. Und so macht es einfach Spaß. Also man hat natürlich den Grauburgunder, sage ich mal, der Kabinett Rocke, der immer passt, der so der leichte Kabinett trink weg. Und dann hier der Grauburgunder zeigt natürlich, was die Ja. Sorte drauf hat. Also. Eben, wenn man zurückdenkt an früher Ruländer, der war ja ein ganz anderer Typus Wein. Ist die gleiche Sorte wie Grauburgunder. Ja, so gefällt er mir besser. Du kannst dich ja gar nicht an der Doch, Ruländer. Du bist natürlich, mir hatte noch lange echt? Ruländer. Ja, bei euch auf der Bar. Nee, ihr hattet noch lange Ruländer, Nee, wir hatten ganz lange keinen mehr, das weiß ich noch. Und dann also 2010 gab es noch haben wir, nee, Ruländer-Spätlese. 2007er. Ganz ehrlich, das weiß ich hundertprozentig. Wir hatten sicher keinen mehr über Jahre. Und 2007, würde ich jetzt gern sagen, vielleicht werde ich nachher vom Chef korrigiert, 2007 war ein Jahr, wo der Georg gesagt hat, Mensch, ich habe einen Wein im Keller, das ist für mich der Typ Ruländer. Jetzt füllen wir mal wieder einen Ruländer ab. Und das ist ja dann wie immer, der liegt wie Blei, bis du dann nur noch drei Flaschen hast Ja, und dann und wohl auf einmal dann alle. schreien alle, war jetzt wie mit der Spätburgunder Auslesetrocke, die wir jetzt lange im Verkauf hatten und kaum geht er zur Neige, hätte ich noch können was aus dem Hut zaubern. Jo, Aber so ist so es. ist's, Wir genau. haben wieder was anderes und irgendwann geht es auf jeden Fall zur Neige, egal was. Und deswegen heißt es rechtzeitig eindecken. Ja, zum Reden ist, habe ich noch ein bisschen was. Nochmal. Ja. Okay, Und bin ich zwar, gespannt. ich habe mal im Daniel gesagt, er soll mal einen Rebstock komplett fertig schneiden. Das sieht man hier. Wenn man nochmal ein bisschen zurückspult. Also das ist der Rebstock. Aus dem Rebstock kommen ja viele Triebe raus. Und ein Trieb, der am Draht hängt, das ist eben die Fruchtrote aus dem letzten Jahr. Die wird komplett zurückgeschnitten. Und man versucht eben, den kompletten Rebkopf freizukriegen, bis auf eine Rute, die dann wiederum ja, die Fruchtrute wird. Das war diese Woche in unserer Scheurebeanlage. Scheurebe ist relativ ja, nicht gerade einfach zu schneiden. Also der Daniel hat geflucht nebenbei, das hört man zum Glück nicht. Aber er ist schon super kompetent, also nur deswegen darf er die Scheurebe schneiden. Der Daniel ist unser Winzermeister hier im Betrieb, der wirklich einen super Job macht, ganz viel im Sommer auf dem Schlepper sitzt und jetzt einfach, glaube ich, aber auch gerne draußen ist. Und jetzt aktuell eben steht der Rebschnitt an. Und das macht er wirklich toll. Bei der Scheurebe hat jetzt auch der Georg mir gerade vorher noch eingeflüstert. Das Problem ist wohl, dass die unheimlich leicht brechen. Also man muss das irgendwie so anschneiden, dass die Rute einigermaßen biegbar dann auch zum Draht ist. Eben jetzt hat er so ziemlich weggeschnitten, bis auf zwei Ruten am Kopf. Jetzt entscheidet er sich noch für eine. Und dann habe ich ihm gesagt, jetzt mach doch mal den nächsten Arbeitsschritt auch gleich, weil den nächsten Arbeitsschritt, den mache ich mir meistens so ja, im März, wenn die Rebe schon ein bisschen im Saft steht. Aber ich habe einfach gesagt, Daniel, mach das jetzt mal. Da biegt man die Rebe. Das macht er jetzt gleich. Das ist ein bisschen ja, knifflig, da die leicht breche, eben, wir haben es gerade gehört. Aber es ging an dem Tag ganz gut. War jetzt auch relativ feucht natürlich, die Ja, Tage. genau. Das ist Und schon immer. eben so sieht es dann aus. Eine Fruchtrute am Draht mit ja, sieben, acht Augen.
schätze ich mal. Oho. Passt. Und aus jedem Auge, aus jeder Knospe kommt eben ein Trieb raus. Oder sogar zwei. Aber bis dahin geht es noch ein bisschen. Genau. Das machen wir dann beim nächsten Film. Das Ausbrechen. Ja, ist eine schöne Zeit, der Frühling, ja. Also, aber jetzt müssen wir erstmal den Januar rumkriegen. Wir haben 25 Hektar Rebe zu schneiden. Das ist Handarbeit. Das geht lang. Also wir haben es gesehen, die zwei Mitarbeiter jetzt, der Daniel und der Adrian, die schneiden jetzt gerade vor eigentlich nur. Also die schneiden das, die schneiden die Triebe ab. Rauskriegen werden sie dann später. Genau, ja. Also das Reisig dann rausmache, das, was einfach dann Fleißarbeit, sage ich mal, ist, das kann man später noch machen. Da kommen eben auch nochmal Saisonkräfte von Adrians Familie zur Unterstützung. Aber das, was natürlich wirklich die fachkompetente Arbeit ist, das machen jetzt eben der Daniel, der Adrian, der Georg, wenn er Zeit hat. Ja, genau. Ich weiß nicht, Marco, ob er nicht rausgeht. Die Ingo natürlich, klar. Ja. Also das machen da eben die Kollegen vom Außenbetrieb. Und da geht's jetzt los. Aber ich glaube, die sind auch gern draußen. Ja, genau. Jo, dann holen wir uns noch so ein Stück leckeres Winzerbrot. Gerne. Wie heißt das? Wie hat es genannt? Winzerhandbrot. Winzerhandbrot. Oh, ja. Köstlich. Ich musste vorher so viel kauen, ich konnte gar nicht ins Bild kommen. Deswegen war so lang das Standbild dazwischen. Ja, dann machen wir noch 5 Minuten Pause, oder? Und dann machen wir... jetzt kommt gerade noch aktuell eine Frage, warum der Grauburgunder in einer bauchigen Flasche ist. Unsere Selektionsweise, Weine sind prinzipiell in der Burgunderflasche, das ist die typische Burgunderform. Unsere anderen Weine sind in der Bordeaux-Flasche. Das war mal eine Entscheidung von euch, schätze ich mal. Kann ich gerne erklären. Ja. Also wir haben ja von Anfang an das schräge Etikett. Und früher hatten wir auch noch in der Anfangsjahre, 6, 87, 88, hatten wir auch noch eine bauchige Schlegelflasche. Und am Anfang kleine Betrieb, Kaltleihmaschine, schräges Etikett, schiefe Flasche. Es war einfach nicht gerade drauf zu kriegen. Also es war, sah einfach oftmals nicht gut aus. Und ich habe es ja vorher schon gesagt, wir tun viel für den Inhalt und wir möchten natürlich auch, dass es gut aussieht. Und der erste Schritt war dann noch vor den Selbstklebeetiketten, die natürlich viel vereinfacht haben, dass wir uns einfach für eine gerade Flaschenform entschieden haben. Und so kam eigentlich die Bordeaux-Flasche bei uns im Betrieb zum Zuge. Mhm. Also es hat in erster Linie eigentlich praktische Gründe gehabt. Und die Selektionsweine wollten wir dann einfach gerne abheben. Und die Burgunder-Selektionsweine sind alle eben in der Bourgogne-Flasche auch, in dieser bauchigen, traditionellen Burgunder-Flasche, um das einfach auch klar zu machen, abzuheben. Einzig der Riesling, die Selektion ist halt in der Bordeaux-Flasche, weil ein Riesling in der Burgunder-Flasche macht ja jetzt keinen Sinn. Genau. Warum also, denn? Warum nicht? Weil es kein Burgunder ist. Ja. Ja, also wir haben dann auch gesucht nach Schlegelflaschen, irgendwie schöneren, aber das ist relativ tricky. Die nördlichen Anbaugebiete haben dann oft sehr hohe Flaschen, die würden jetzt aber bei uns auch gar nicht wirklich wieder ins System passen. Es muss ja auch irgendwie auch einfach handelbar sein. Im Kriegt Betrieb. Man auch schlechter im Kühlschrank. Und genau, das wollte ich gerade ergänzen. Das ist nämlich auch ein Riesepunkt. Ja. Und das ist ja immerhin der letzte Schritt meistens. Genau. Und der muss halt auch noch gemacht werden. So ist es. Also deswegen nutzen wir die Burgunderflasche für die Burgunderselektionen. Genau. Gut. Was ich gern von euch wissen würde, wie schmeckt denn euch der Grauburgunder? Das ist mal eine Frage. Das ist spannend. Ja. Also bei Weinprobe hier im Haus, wenn man da immer anfängt mit, ein Weißwein kommt jetzt aus dem Holzfass, dann verdrehe ich erstmal immer meistens alle die Augen. Nicht alle, aber manche. Ja, die meisten, sage ich. Und später ist dann doch der Favorit. So. Also. Also ganz viele Aha-Erlebnisse haben wir hier. Ja. Sogar auch mit dem Chardonnay aus dem Barrique. Also aus dem, wo da noch einfach mehr Holz riechbar und schmeckbar ist. Und ich glaube, man muss da einfach auch ein bisschen, wir machen das ja jetzt ja nicht nur, damit wir nachher draufschreiben können, der ist schon fast gereift, sondern wir machen das, weil wir einfach der Meinung sind, dass er so die optimale Reifung erhält und so ein optimaler Abschluss im Ausbau erzielt wird. Und genau so ist ja die Herangehensweise, was wir auch machen wollen, nämlich, dass er einfach perfekt schmeckt oder möglichst nah am perfekten Bild. Darauf arbeitet man ja hin. Und deswegen ist es uns wichtig,
dass man da, dass das einfach stimmig ist dann auch in sich. Das ist ja auch nur eine kleine Parzelle, die wir hegen, pflegen. Die kriegt schon ein paar extra Streicheleinheiten. Das macht nachher im Ausbau natürlich auch Arbeit. Die Holzfässer fliegen auch nicht einfach vom Himmel. Also das sind ja schon dann viele Bausteine, die man zusammensetzt, um einfach wirklich zu sagen, boah, das ist mal was anderes. Ja, das ist schon. Auf jeden Fall. Gut, kurze Pause und dann gehen wir in die Rote, oder? Oh ja, ja. Kommen ja auch noch heute Abend. Bis gleich. Bis gleich.
So, weiter geht's. So ist's. Rotwein. Wir wechseln die Farbe zum Spätburgunder. Ah, und ich habe noch euch zum Zeigen das leckere Winterhandbrot, was die Anja gebacken hat, damit ihr nicht euch ein bisschen lange Zähne machen. Das riecht wahnsinnig gut. Stellt es bitte weg, weil sonst kann es ein Tier vor der Nase haben die ganze Zeit. Sonst kann ich mich nicht beherrschen. Also wir sind am 2018er Spätburgunder Kabinett trocken. Ja, allgemein zum Kabinett bei uns im Betrieb. Ich finde, bei uns ist das immer so ein bisschen der leichtere, schlankere. Also sei es im Alkohol, genau, im Alkohol oder halt auch so vom Trinkgefühl her. Trotzdem ein überragender Spätburgunder, klassisch gemacht. Gerne kurz zurückblende. Also wir haben das früher noch mit dem Papa auch stark diskutierte Rotwein, Kabinettrocke war sowas, was der Papa gerne wollte. Und der Georg sich lange gesträubt hat und der Georg macht nur Kabinettrocke Rotwein, wenn es wirklich, also eine super Qualität ist, dass es auch passt. Sonst war er da jetzt nicht so begeistert. Ah. So erst in leichteren Jahren früher, weißt du noch, okay. War das dann schon so ein bisschen Thema. Eigentlich nur, wenn es wirklich eine kleine Spätlese ist, dass es dann wirklich auch einen schönen Rotwein gibt. Jo. Genau. Ja, im Glas eben ganz dunkelrot. Super schön ausgeprägt, oder? Ja. Merkt man natürlich auch, 2018, wie wir es gerade schon beim Grauburgunder hatten. Bombe, ja. Ja, und einfach natürlich auch, wenn wenig Saft in der Traube ist, ist einfach die Farbintensität höher von dem, ne? Ist ja klar, einfach das Verhältnis. Also du hast vorher schon so kurz Maische-Standzeit auch beim Grauburgunder angesprochen. Vielleicht hier nochmal kurz, Maische nennt man eben, wenn der Saft und die Haut und die Kerne beieinander sind noch. Und da ist natürlich dann der Prozess da, dass die Farbe aus der Schale in der Saft übergeht. Und genau, das ist natürlich beim Rotwein ausgeprägt durch den Gärprozess, das wirklich miteinander läuft, haben die ja viel Kontakt. Und sonst hat man das oft nur kurz, wie jetzt dann beim Grauburgunder vorher eben. Genau, eben klassische Maischegärung über eineinhalb, zwei Wochen, dann abpresst und im Edelstahltank lagert. Eben Farbe haben wir schon gesagt, ein schönes, tief, dunkles Rot. Ja, vom Geruch her, fruchtbetonter Spätburgunder, sehr beerig. Schön ausgeprägt finde ich die dunkle Beere, Brombeer, Brombeermarmelade. So, Waldbeere, eben dunkel. Auch finde ich so dieses Wärmende vom Rotwein, also dass er ausstrahlt, finde ich... Riechst du das? Ich finde, man fühlt es im Geruch. Ich kann, natürlich riecht es nicht, aber ich finde, man hat so, wenn man reinriecht, hat man so dieses Wärmende Gefühl. Ja, man kann sich vorstellen, genau. Also, ja. Noch recht frisch, 2018er Rotwein. Es liegt brutal am Text. Kaum sagst du recht frisch, rieche ich Gerbstoffel. Ja, ist es, ne? Aber ja, der wurde letztes Jahr abgefüllt, 2020. Also echt nur ein Jungspund. Aber schön, also da kann man sich echt satt riechen dran. So. Macht echt Spaß und dann entwickelt sich auch ein Glas. Also cool, das ist ja wieder auch das Schöne wie vorher. Das ist so, beim ersten Reinriechen hat man so diese Beerenfruchtigkeit, die sehr präsent war. Und je länger man reinriecht, umso mehr Komponente kommen dazu. Oh, das wechselt sich dann so ab. Jetzt habe ich gerade so einen richtigen Schwung von Holunderbeere gehabt. Oh ja, das kann ich total nachvollziehen. Oh ja. Also haben wir auch im Anbau, darum wissen wir auch, wie das riecht. Die sind aber nicht drin. Krass. Ja, vom Geschmack her. Hat schöne Biss. Ja, genau. So Biss, aber trotzdem rund. Also das ist vielleicht jetzt für mich auch so ein Rotwein, den man auch mal kühler trinken kann. Den ich wirklich auf 14, 15 Grad nehmen vielleicht. Ja. Und im Sommer, weißt du, wenn es dann so ein bisschen anzieht, ein bisschen kühl wird von den Füßen her. Stummer Textleser. Wollte ich gerade sagen. Echt? Ja, also das ist für so einen Abend, wenn es dunkel wird, ne? Und wenn man dann weiß nicht, ob man jetzt noch einen Weißwein trinken soll oder doch lieber einen kühleren Rot oder so. Jo. Würde ich jetzt auch sagen, ja. Und das Feuer knischt halt noch ein bisschen. Ja. Raus, das Lagerfeuer. Aber er schmeckt auch im Winter. Also jetzt. Also unheimlich, also vor allen Dingen, muss ich nochmal sagen, ich wiederhole mich, die Veränderung auch, die er durchmacht, so im Glas.
Sensationell schön. Also ich glaube, für so ein unkomplizierter, leichte, auch vergleichsweise günstiger Rotwein, unheimlich viel im Glas. Ja, ich bin da, oder da können auch so Weineinsteiger mal so ein bisschen Rotwein affin werden durch so einen Wein. Also er ist ja, er ist bissig, er ist rund, er ist spruchbetont. Ich finde, da kommt man schon so, das macht Lust drauf einfach. So als Einstiegswein, zum dann einfach auch mehr probieren, andere zu probieren. Genau. Mhm. Und eben gerade, weil man ihn auch mal ein bisschen anders einsetzen kann als Rotwein im Winter. So. Da muss man halt auch mal so sein und sagen, ja, wir grillen heute Abend und wenn es dunkel wird, dann sitzen wir alle, wenn es wieder geht, noch zusammen in der Runde und trinken ein bisschen kühlere Rotwein. Passt. Ja. Was meint ihr? So, vielleicht das wäre mal... Was ich noch so in die Erinnerung habe jetzt auch, ich glaube, das trägt so ein bisschen der Gerbstoff, dass ich, vielleicht, weil wir es jetzt auch vom Rebschnitt hatten, aber so an das Holz von den Reben, erinnert es mich jetzt auch. Kannst du das nachvollziehen? So an das Rebholz, an das, also wenn es noch grün ist, wenn es noch saftig ist, durchblutet ist. Also so habe ich auch so ein bisschen die Assoziation. Oh, und ich freue mich, wenn wir wieder draußen sitzen konnten heute Morgen. Als ich ins Weingut geradelt bin, war ich ein bisschen später dran. Und dann war über die Berge in Richtung Süden, über dem Schwarzwald, war schon eine helle Streife zu sehen. Mhm. Es geht aufwärts. Ja, es ist bald. Wir nähern uns wieder genau der hellen Jahreszeit an. Da freuen wir uns alle drauf. Ja, aber solange es dunkel ist, trinke mal eine dunkle Sache. Mach es uns schön zu Hause. Muss wohl so sein. Mir könnte ja mal eigentlich, mir könnte ja mal tauschen, finde ich. Also das Büro geht in Rehberg und Rehberg geht ins Büro. Also weißt du, wenn du auf dem Weingut groß geworden wärst und immer hättest müssen in Rebe, wenn die anderen dürfen ins Schwimmbad oder was weiß ich was machen und du hättest müssen in Rebe, dann würdest du ein bisschen anders, glaube ich, drüber denken. Also Andrea und ich, ich weiß nicht, ob mir das so also das, was man nicht hat, ist immer attraktiv, keine Frage. Im Rehberg draußen wird das Telefon nicht klingeln, du könntest, hast deine Arbeit, du siehst am Ende des Tages, was du gearbeitet hast natürlich, du hast hinter dir das fertig Bearbeitete, also das ist natürlich enorm befriedigend, glaube ich auch, und schön zu sehen, es kommt kein Telefon dazwischen, keine Unterbrechung, aber es ist halt auch echte Knochenarbeit. Ja. Also ich meine, ein Spaziergang ist das nicht. Wir können ja bei schönem Wetter rausgehen. Als Prämisse. So. Da muss noch der Georg, wir kriegen eine Parzelle zugeteilt, wo es nicht so schlimm ist. Wenn eine super Idee, so ein Bürowein. Ein Bürowein, schau mal. Aber was machen wir dann mit den Jungs draußen? Die sollen dann verkaufen so lange. Ja. Dann machen wir am Nachmittag unsere Jungs im Laden. Genau, das wäre doch witzig. Wahrscheinlich machen die dann entsprechend voll hier bei uns, die Vinothek. Weil der Daniel und der Ingo im Laden stehen. Der Ingo mit einem Trägershirt kommt. Ja. Wer weiß. Vielleicht, also, wäre ja mal was. Wäre mal eine Abwechslung. Also einen halben Tag schaffe ich schon. Draußen. Nun denn. Aber ich finde, der Rotwein ist noch ein bisschen zu kurz gekommen. Ich finde, der ist echt, der bietet so viel. Oder? Ich bin auch schön, wie er sich verändert. Also, Vorher war ich ja bei dem Spalholunder, der mich angesprungen hat. Jetzt bin ich so ein bisschen Richtung Johannisbeere, aber nicht die schwarze, sondern die rote auch. Also gerade wenn man die so, kennt man ja manchmal aus dem Kuchen oder so, das habe ich so ein wenig im Geschmack. Und also das beste Argument für den Rotwein finde ich, dass er so schön trinkig ist einfach. Also er überfordert einen nicht. Also es gibt ja Weine, da braucht man so ein bisschen Anspruch, wenn man die trinkt und muss super viel überlegen. Das braucht man hier eben nicht. Den kann man einfach unkompliziert wegtrinken, aber er unterfordert einen auch nicht. Also ja. Er hat halt genug Substanz. Genau. Aber ich finde auch, diese Gerbstoffe, die noch riechbar, schmeckbar sind, die Tannine, die geben ihm so den Grip, machen ihn interessant, aber ohne wirklich, also es ist ja weder grün noch hart, sondern die sind super eingebunden. Das begeistert mich schon, zumal er halt auch noch so jung ist. Ich bin ganz echt. Wie lang ist der noch nicht im Verkauf, oder? Kurz vor Weihnachten, glaube ich, gewechselt. Und, wo ich mir den Aufbau stellen könnte. Entschuldigung, wenn ich unterbreche. Ich habe an Silvester Rindsroulade gemacht. Mhm. Und dann habe ich für innen drin die Zwiebeln angedünstet und Speck und so. Und mit Thymian. Und dieser Thymian und der Rotwein, das können wir auch super gut vorstellen. Weißt du, dieses. Genau. Also ich werde den auf jeden Fall probieren nächstes Jahr beim
Grille, Barbecue, sowas. Im Sommer, dieses Jahr. Dieses Jahr, ja. Nächstes Jahr gibt es keinen mehr, hoffe ich mal, denke ich mal. Von dem Wein, ja. Also höchstens du bunkerst, aber? Bunker immer. Ihr müsst einen sensationellen Keller haben. Du beißest den auch richtig, gell? Finde ich gut. Also, das haben wir mal in der Schule gelernt. Ich bin ja auch ausgebildeter Winzer. Wir hatten immer Blockunterricht, also immer 3 Wochen Arbeit und 1 Woche in der Schule waren wir. Und wir hatten das Fach Weinprobe. Das war immer ganz witzig. Doch, Winzerlernschule. Also immer Freitagmittag von 1 Uhr bis 16 Uhr war Weinprobe. Dann hat der Lehrer halt immer gesagt, du und du, ihr bringt einen Wein mit. Und dann wurde halt gemeinsam verkostet und da lernt man ja was. Also das wird ja nicht zum Spaß gemacht. Und der Lehrer hat halt immer gesagt, ja, man muss den Wein im kompletten Mundraum verteilen. Also man muss ihn so richtig, ja, also ich beiß den wirklich so, ne? Das weiß nicht, ich schmecke den da einfach besser irgendwie. Mhm. Gut. Schön, schön. Ja. Die bei uns zuständig ist die Edith-Rhein-Schule in Freiburg. Wir hatten es gerade jetzt davon, kürzlich die Woche mit der Mama. Also als mein Bruder Winzer gelernt hat, Mitte der 80er, da waren es echt, ich glaube, in Offenburg 2 Klasse und in Freiburg 2 Klasse Winzer. Mhm. Jetzt gibt es noch 1 Klasse in Freiburg. Also so ganz viel Nachwuchs haben wir leider nicht. Aber ich glaube, da in Freiburg, die machen das echt gut. Wir haben jetzt auch aktuellen Auszubildenden. Der ist jetzt noch gar nicht bei uns im Betrieb. Der ist jetzt eben dieses erste Ausbildungsjahr ist Vollzeitschule und dann kommen eben 2 Jahre, wo es geteilt ist, wie du gesagt hast, in Blockunterricht, also in Schule und in Zeit im Betrieb und auch so überbetriebliche Tage in anderen Betrieben und alles Mögliche machen die da. Deuler natürlich. Und genau, der kommt dann ab Herbst, ab September wird er bei uns im Betrieb sein. In der Hochzeit. Ah ja, klar, ja. Die müssen gleich. Direkt. Wobei er hat uns ja schon bei der kulinarischen Weinwanderung ausgeholfen auf die Schnelle im Oktober und genau, im September dann richtig. Spannend, Herbst. Ja. Hoffentlich wächst alles gut, dass wir auch wirklich was zu Herbsten haben. So ist. Das ist ja immer das Spannende. Kaum hat man einen Herbst zu Hause, denkt man schon über den nächsten nach. Also bis jetzt sieht es gut aus. Das ist voll. Du hast schon im Gespür. Klar. Naja. Das sind die Besten, die immer schon am besten im April wissen, dass es ein Jahrhundertjahrgang wird. Bescheid. Nee, wir sind gut im Plan, aber was draus angeht, wir haben schon im Dezember mit dem Rebschnitt angefangen teilweise und jetzt sind wir voll dran oder sind die Außerbetriebler voll dran. Wir sind gut im Zeitplan. Ja, was die Arbeit angeht, aber natürlich, was wächst. Ja, also noch nicht. Natürlich arbeite mir dafür, dass alles wieder toll wird, aber also alles haben wir nicht in der Hand. Da ist einfach die Natur auch ganz wichtig. Und das ist ja auch das Spannende, dass man dann die Jahrgänge so ein bisschen sieht und es wird spannend. Jetzt haben wir ja wenigstens mal richtige Winter. Das ist ja schon mal was. Hat man ja die letzten Jahre nicht unbedingt so. Und jetzt sieht es ja doch so aus, als ob man wirklich mit Schnee und Kälte und dieses Programm auch hätten. Vielleicht wird es ja auch ein später Jahrgang mal wieder. Wäre auch mal schön, ja. Wieder. Ähnlich wie 16. Fand ich super. Ich mag die Spätentwickler gern. Ich finde es toll. Ja, tolle Weine, ja. Wobei die 20er sind auch schön, weil das, was man schon probiert hat. Ja, das, so. Was man, ist ja schön die Formulierung, was man schon probiert hat. Frau hat leider noch nichts probiert. Also ich habe noch nichts gekriegt. Ich weiß nicht, da muss man irgendwie besondere Beziehungen bei uns im Betrieb haben, dass man da was verkostet. Früher haben wir das als mal nach Weihnachten so, waren wir jetzt mal im Keller. War jetzt irgendwie auch nicht. Naja. Könnten wir ja mal wieder. Könnten wir mal wieder. Gut. Alles klar. Soll man schon. Ich hole mal den Granat. Der zweite Rotwein, genau. Ich würde sagen. Während Michaela weg ist, habe ich noch ein paar Bitten an euch. Wir freuen uns immer über Google-Rezensionen. Also bewertet uns gerne auf Google, auf YouTube. Folgt uns bei YouTube. Das wäre ein ganz großes Anliegen von uns. Und gebt uns einfach einen Daumen hoch. Über Facebook, über Instagram. Das wär ganz cool. Dann kriegen wir noch eine Meldung aus der Regie. Vielleicht wie man als Privatperson, wie man als Privatperson so sich ein bisschen mit dem Weinbusiness besser interagieren kann.
Es kam jetzt gerade noch der Hinweis von der Andrea Schlenk, wir sollen doch bitte auch diese Weinguide-Geschichte hinweisen. Da weißt aber du besser als ich. Also ich kenne zwei Frauen, die da einfach teilgenommen haben bei der Weinguide-Ausbildung. Ich glaube, das macht super viel Spaß. Das ist organisiert über die Volkshochschule hier in Emmendingen, also nördlicher Breisgau. Und man lernt, glaube ich, unheimlich viele spielenden Betrieben. Die Auftaktveranstaltung war schon bei uns oder letztes Jahr im Sommer, Herbst, irgendwann dann auch ein Schulungstermin. Es ist, glaube ich, vielfältig, was man lernt, auch so ein bisschen natürlich an Repräsentation, an Rhetorik, aber natürlich auch einfach über den Weinbaubereich selbst. Und es bietet hier ja unheimlich viel. Es ist der Breisgauer Weinweg ausgeschildert. Man kann viel unternehmen. Normalerweise kann man in die Betriebe rein und gucken, probieren. Und ich glaube, da bietet der Breisgau unheimlich viel. Und es ist ja einfach schön. Also allein die Tour. So ein Weinguide kann man buchen. Nee, du kannst halt eine Ausbildung machen. Die ist kostenpflichtig bei der Volkshochschule. Und dann guckst du einfach in verschiedene Betriebe rein und hast halt verschiedene Dozenten auch. Also da macht halt der eine macht Rhetorik und die andere macht, ich weiß es nicht genau, wenn der Georg was macht, dann macht er bestimmt was über Weinbau und Böden. Und also so gibt es halt verschiedene Schulungstermine zu verschiedenen Themen. Und das schließt dann so eine Art Gästeführerausbildung ist das. Und dann kann man da eben natürlich einfach mit Gästen unterwegs sein, die Region präsentieren. Gibt ja auch immer mehr hier, gerade in Buchholz haben wir jetzt ja auch gegenüber der Rebstock mit Ferienwohnungen, dass man einfach die Gäste hier hat. Und das macht ja dann auch Laune. Also was super genial ist, das muss vielleicht, also könnt ihr vielleicht auch mal machen, wenn du von Sechser aus an der Hochburg hoch und dann ist das wirklich auf dem Höhezug, kannst du von der Hochburg zu der Landeck laufen. Super idyllisch, so relativ eben im Wald entlang und du guckst immer mal wieder rüber in die Rheinebene raus und die Burgen und hast ein bisschen Reben zwischendurch, aber auch Wald. Also ist schön abwechslungsreich, macht schon Laune. Schön, cool. Ja, also wer da Lust drauf hat, so eine Weingart-Ausbildung zu machen, kann ja schnell hier durchklingeln und mir leite sie dann weiter. Genau, da einfach. Ja. Oder gibt Google. Ja alles, genau, gibt ja alles online. Die Angebote sind da für Tourismus, Rebbergführung, Weinproben, genau. Ah, Weinprobeausbildung, die habe ich natürlich unterschlagen. Genau, wer macht denn die Weinprobeausbildung? Das werde ich gerne nachforschen. Also ich nicht, aber ich stelle euch jetzt dafür den Schwarzwaldgranat vor. Unser zweiter Rotwein heute Abend im Glas ist unser Schwarzwaldgranat. Die Bezeichnung, Matthias mag die immer nicht so gerne, meine Steinbezeichnung Granat spiegelt für mich so ein bisschen wider. Einmal natürlich die Farbe, die Optik, der dunkle Rotwein, aber auch einfach die Schwarzwälder Herkunft hier. Granat ist ja so ein Schwarzwälder. Also es gab ja hier diese Künstler oder diese Handwerker, die diesen Granatschmuck auch hergestellt haben. Also der Schwarzwälder Granatstein finde ich ist einfach hier auch was sehr Regionales. Diese kleineren Schliffe, die es da gibt. Und erst kürzlich hat mich jemand gefragt, sag mal, hat er den Jahrgang vergessen? Nee, haben wir nicht. Das ist bewusst ohne Jahrgangsbezeichnung. Einfach aus zwei Gründen. Einmal finde ich das unheimlich schön, wenn das wirklich so ein Begriff für sich steht, ohne diese Einschränkungen oder ohne diese ohne den Jahrgangsbezug. Zum anderen ist es auch so, dass es tatsächlich ein Jahrgangscuvée ist. Also es sind ja zwei verschiedene Rebsorten drin. Es ist der Spätburgunder Rotwein mit drin. Der ist aktuell, meine ich, in dem Wein vom Jahrgang 2016. Und es ist drin der Cabernet Sauvignon, der rote. Und der ist vom Jahrgang 14. Der braucht ja immer viel länger Zeit. Der muss ja viel länger liegen. Der ist wirklich im jungen Stadium. Sehr herzhaft, sehr gerbstoffbetont. Schön ausdrückt, ja. Trocknend auf der Zunge. Also, der braucht wirklich Zeit. Und, also eigentlich ist es so, dass man den im jungen Stadium überhaupt nicht trinken kann. Ach, das wenn sagst du mal, jetzt wieder. Nee, also oder? Also hast schon mal direkt ein Jahr später. Also das ist ja schon. Habe ich schon also, erlebt. Man weiß, dann gibt es auf einmal Sinn, wenn wir dauernd erzählen, ja, Rotwein braucht seine Zeit. Also wer mal die Chance hat irgendwie so Cabernet-Sorte ganz jung zu trinken, dann das ist interessant. Also interessant ist es.
Interessant, ist jetzt ja von dir wieder schön formuliert. Ja, ist es. Also es ist einfach auch dann eine Herausforderung, glaube ich, eine kleine. Und das braucht einfach Zeit. Die kriegen sie ja bei uns auch. Wir legen die ins Holzfass, ins gebrauchte Barrique auch viel. Also weil sie gar nicht jetzt diese Barrique-Prägung brauchen, aber die brauchen einfach Luft, die brauchen Reife, die brauchen Zeit. Und das Tolle auch an diesem Granatrotwein ist ja, diese Kombination aus der Frucht vom Spätburgunder und der Herbe, dem Tannin und der Würzigkeit vom Cabernet, das macht ihn ja dann auch so besonders. Und genau, und ich finde, dann darf es auch eben diese Jahrgangsunterschiede geben. Das genau, passt dann einfach. Schwarzwaldgranat dürfen wir nicht schreiben, deswegen haben wir das ja symbolisch gelöst hier auf der Flasche. Das hat dann einfach schon wieder rechtliche Seiten auch. Da ist einfach die EU am Werke und das hat, genau, ist einfach eine klare Definition nachher. Aber ich glaube, das versteht ja schon auch jeder. Passt auch wieder farblich einfach zum Inhalt. Und wenn wir den im Glas betrachten, sieht man schon, dass der natürlich über den Cabernet Sauvignon schon mal deutlich dunkler einfach ist als der Spätburgunder vorher. Da wirklich eine kräftige Nuance dichter einfach nochmal ist. Auch an den Rändern einfach noch dunkler bleibt. Also der Spätburgunder, der dann so gegen die Ränder hin ein bisschen heller wird. Und hier haben wir einfach ein wirklich kräftiges, dichtes Ziegelrot und auch wenig durchscheinend. Der ist noch komplett filtriert. Wir haben jetzt das erste Mal einen Rotwein bekommen. Jetzt im Herbst haben wir den abgefüllten Spätburgunder ohne Filtration. Also der einfach nur über Absitz, über Sedimentation praktisch geklärt ist. Und insofern machen wir hier auch, wir entwickeln uns weiter. Der ist komplett filtriert und trotzdem so schön dunkel, wenn man rein riecht. Im ersten Moment finde ich jetzt sehr präsent der Cabernet. Also man hat so diese würzigen Aromen, Pfeffer, Paprika, Kardamom, Schwarz-Johannisbeere. Also dieses Paprika, Schwarz-Johannisbeere finde ich so dieses... diese herbere Fruchtigkeit. Und dann wird es weicher. Wenn man bei diesen herberen Früchten ist, dann kommen diese runderen, weicheren Früchte vom Spätburgunder. Und dann geht es eben so ein bisschen Richtung Kirsche, Kirschmarmelade. Ich habe noch ganz, aber im Positiven sind Speck. Echt? So ein bisschen, ja. So rauchig, speckig? Ja, aber so, also... Ah, ich weiß, was du meinst. Das hört sich jetzt blöd an, so ein bisschen schwartig. Ja, ja, aber so das Speck, also, die Specksitte, ja, wie sie im Rauch hängt, genau, oder? So meinst du? Ja. Wir haben früher als Kinder bei einer Tante von der Mama das Speck geräuchert im Schwarzwald oben. Die hat das richtig so im Kamin hängen gehabt. Kann ich nachvollziehen, wobei jetzt für mich im Moment in der Nase diese Frucht vom Spätburgunder jetzt so deutlich rauskommt. Wenn er jetzt ein bisschen Luft hat, ein bisschen im Glas sich bewegt, kommt jetzt für mich so das Weichere, das Anschmiegsamere vom Spätburgunder mehr raus. Ich rieche halt, was ich riechen will. Du stellst dir vor und dann riechst auch so. Naja, nee, ich kann das nachvollziehen, also... Ganz spannend, ne? wenn man weiß, da sind zwei Rebsorte drin und jede bringt was mit. Und trotzdem steht es nicht nebeneinander. Also ich finde es schön, weil es so ineinander übergeht, ineinander einfließt. Also das finde ich sehr, sehr angenehm, dass es eine Harmonie bildet, dass er also ein Bein schon wird, dass man nicht so das Gefühl hat, hoppla, entweder ich rieche das oder das, sondern... Es ist ja schon dann insgesamt ein gemeinsames Empfinden und ein Gebilde. Jetzt habe ich nochmal schön die Tannine auch in der Nase. Und auf der Zunge ist ja auch die milde Säure. Mhm. So umspielt so ein bisschen die Frucht. Und dann kommt natürlich eine kräftige Gerbstoffstruktur über den Cabernet. Eine feine Würzigkeit. Und jetzt stell dir vor dazu, da die Roulade, die Rinderroulade, die richtig schön geschmorte. Sensationell. Glaube ich. Also so dieses würzige, kräuterige, gerade wenn man dann auch so mit Rosmarin und Thymian schön würzig das oder zubereitet und dann dieser würzige Wein dazu mit den Aromen, das macht schon Laune. Und ich finde halt, das
es macht uns einfach ein bisschen internationaler. Klaro, ja. Also es geht so ein bisschen weg von diesem ganz klaren Sorte reine, sondern es ist einfach ein Rotwein von Moosmanns Ende. Mit regionalem Inhalt natürlich, dem, was hier wächst von uns. Und trotzdem macht es ein bisschen einen breiteren Horizont. Ja, das muss man immer dazu sagen, finde ich. Also es kommen viele Leute hierher, also das habe ich öfter im Geschäft, die sagen, ja, aber Cabernet, wo habt ihr den denn her? Echt? Ja. Ach was, das hat mich so keiner gefragt. Aber ich weiß genau, wo er steht. Ja, und also das muss man sagen dazu, ne? Also mir baue Spätburgunder an und Cabernet. Also die Cabernet-Rebe sind in unserem Besitz, die wachsen auch. Jetzt kommen wir schon wieder zu diesen Drohnenbildern, jetzt wo du sagst. Also da, wo man den, Georg hat ja gesagt, das Sauvignon Blanc haben wir da geerntet und da nebendran stehen die Cabernet Sauvignon. Das ist ein Bereich, den oberen Zug haben wir eben schon länger, seit Anfang, Mitte der 70er Jahre und den unteren Zug haben wir 2003 dann noch dazu gekriegt. Und dort haben wir dann, wenn man halt, das war relativ viel Fläche am Stück, die dazugekommen ist. Und dann hat man so ein bisschen Pflichtprogramm, was braucht man dringend, das muss man jetzt anbauen, hinterher steht Weißburgunder und dann kommt eben das Sauvignon Blanc und dann noch vorne die Cabernet Traube. Mhm. Ganz, ganz vorne sind dann wieder die jüngeren Riesling, aber das ist ja nicht viel, das ist nur das Äußerste. Mhm. Und genau, die sind da entsprechend so nebeneinander und dann, das ist super. Also, warum wir lachen, das ist einfach fantastisch. Ich kriege die Frage eingeblendet und freundlicherweise auch direkt die Antwort dazu. Backstage. Die haben nicht so viel Vertrauen zu uns. Nee. Die tun uns der Frage schon direkt auch die Antwort präsentieren. Also, bei was für einer Temperatur wir den Wein trinken würden? Mir bei 8, 9 Grad, der Chef wird bei 16. Nee, also so, mir sage immer Rotweine bei uns 16. 15, 16. Also wir haben den Schrank eingestellt auf 16 bis 18 Grad. Ich finde immer lieber ein bisschen kühler ins Glas. Er temperiert sich von alleine. Natürlich ist nochmal ein Unterschied. Jetzt stehen wir hier relativ kühl und wir haben auch nichts Warmes um uns rum. Dann ist es nochmal anders. Aber wenn ich den natürlich am Tisch habe, ich habe einen warmen Teller, der dampft nebendran und die warme Hand dran. Und dann ist es ja auch so, ich trinke den ja nicht in einem Zug aus. Der steht ein bisschen, der wird wärmer. Also deswegen bin ich immer der Ansicht, lieber ein bisschen kühler ins Glas bringe. Und dann ist bei dem sogar 16 Grad absolut ausreichend, weil die 2 Grad mehr, die kriegt da relativ schnell. Also finde ich auch, ja. Aber ich bin da auch nicht päpstlich, muss ich auch dazu sagen. Wenn einer jetzt kühl hat, bei 20 Grad schmeckt er ihm erst richtig gut. Das ist ja eh das oberste Gebot bei dem Ganzen. Ne? Man muss es so trinken, wie es einem schmeckt. Jetzt süß, trocken, kalt, warm. Ja, ist so. Mir gebe die Empfehlung. Genau. 16 Grad. Und wie gesagt, ich denke, zu Hause kann man das ja auch einteilen. Was ein Thema ist, finde ich manchmal, dass er eher zu warm ist. Gerade im Sommer oder so, wenn er draußen steht. Das ist so beim Rotwein manchmal tricky mit diesem Zimmertemperatur, was sich ja ganz, ganz haftend hält, einfach in den Köpfen. Wenn der Rotwein schon 23 Grad hat, wenn er ins Glas kommt und dann ist es noch warm dazu und dann wird er noch wärmer, dann wird es irgendwann, dann macht es ja auch keine Trinkfreude mehr, dann wird es akzeptiert. Also man kennt es ja, oder ich kenne das, wenn man in Italien oder Spanien im Urlaub ist und einen Rotwein trinkt, der kommt oft auch mal gekühlt an den Tisch. Also richtig kühlt. So 8, 9 Grad, weil, naja, das dauert halt 5 Minuten, bis er Trinktemperatur hat. So. Ja. Also, wie gesagt, aber prinzipiell bin ich da der Meinung, soll jeder so machen, wie es ihm gut tut, wie es mir Gefallen dran hat. Ich finde es auch spannend, wenn er gar nicht, also ich habe es immer grundsätzlich einfach lieber ein bisschen kühler ins Glas und dann kann er sich entfalten, dann hat er Zeit und kriegt Luft. Und warum dekantieren wir nicht? Ich bin zu faul, die Dekantierflasche auszuwaschen. Oh. Ja, das ist, die kriegt man nicht sauber richtig, ne? Das Ding, das Also mir mache meistens die Weine einfach schon ganz früh auf, wenn man dran denke. Und das. Also in manchen Online-Weinproben auch haben wir das ja immer so am Anfang auch gemacht, die Rotweine zur Seite gestellt. Und heute Abend habe ich es ein Stück weit bewusst auch nicht gemacht, weil ich es irgendwie lebensechter finde. Wenn man es hier aufmacht, am Tisch. Weil es einfach auch so ein bisschen die Realität, denke ich, oft widerspiegelt. Oh hoppla,
Na, Besuch kriegt man jetzt gerade nicht spontan, aber sonst ist es ja oft so, ah, jetzt habe ich dann doch Lust auf, ah, dann mache ich jetzt halt noch schnell einen Rotwein auf. Und dann so mit diesem schicken Drehverschluss, zack, auf. Finde ich, also hat was. Und deswegen fand ich es jetzt einfach leer. Ich habe es bewusst halt Mittag, bevor ich gegangen bin, habe ich überlegt, mache ich ihn jetzt noch auf? Und dann habe ich gesagt, nee, ich stelle ihn zwar in den Schrank, aber der bleibt jetzt mal zu. Also es war jetzt einfach meine Entscheidung. Und, also fand ich jetzt so ein bisschen lebensechter. Wir können ja nächste Online-Weinprobe mal einen Wein zur Hälfte dekantieren und nehmen wir lassen eine Flasche zu. Oder so. Dann machen sie ganz frisch auf und die andere dekantieren. Oh, das wäre interessant, ja. Das macht echt. Aber da müssen wir zwei gleiche Flaschen verschicken auch. Aber gut, das ist schon kein Problem. Nichts, genau, das ist eine super Idee. Das können wir mal machen. Also, wenn ihr einverstanden seid, haben wir schon mal eine gute Idee für die nächste Runde. Genau. Ja. Wo waren wir denn? Beim, Granat. Beim Granat. Also ein Cuvée, das haben wir ja gehört, aus zwei verschiedenen Rebsorten. Michaela hat es auch schon angesprochen. Die deutsche Behaar, ich habe das schon in der ersten Weinprobe gesagt. Ich glaube, da hat man auch den Granat drin. Oder in der zweiten? Nee, den hatten wir, glaube ich, nur bei Rotwein bisher drin. Und das war Der letzte. Ja, ich auch. Oder? Dann erzähle ich es jetzt halt einfach nochmal. Also dieses Unding, dass in Deutschland Cuvées so mit Samthandschuhe angefasst werden noch. Also es ist noch so. Ja, aber wir haben ja auch 50 Jahre lang das Welt erklärt. Genau. Oh, nur wenn es sortereinisch ist. Gut. Ja. Alles andere ist gemauschelt. Das haben wir ja uns selber eingebrockt. Das ist so ein, also so ein Deutsch-Österreich-Schweiz-Alleinstellungsmerkmal. Eher Deutschland noch. Also da muss zu 100% das drin sein, was halt als Rebsorte draufsteht. Im weltweiten Vergleich stehen wir da ziemlich allein da. Also ich habe das schon mal gesagt irgendwann. Jeder Bordeaux-Wein ist ein Verschnitt. Oder Verschnitt hört sich böse an. Das Romanische halt. Die romanischen Länder haben dieses Herkunftsprinzip. Und in Deutschland war das ja insofern relativ ähnlich. Haben wir sicher auch schon erzählt. In Buchholz standen die Rebe ja auch ein gemischtes Satz. In Buchholz haben wir halt so zwei Drittel Spätburgunder gehabt. 20% Grauburgunder und dann noch ein bisschen Riesling, ein bisschen Gewürztraminer vielleicht. Und es gab dann halt einen Wein. Und der war bestimmt durch den hohen Spätburgunderanteil Roséfarben. Wahrscheinlich ein Jahr dunkler, ein Jahr heller, wie auch immer. Und deswegen ja auch diese Weißherbst im Nachgang dann. Dann kam ja 71 das Weingesetz mit diesem sortereiner Anbau, sortereiner Ausbau. Und dann natürlich ganz viel Weißherbst, weil das ja, sag ich mal, in erster Linie das war auch, was die Leute gekannt haben. Und jetzt ist natürlich so, dass wir uns vom Weingesetz ja einfach auf diese regionalere, auf diesen regionalen Grundgedanken eigentlich kommen und dadurch auch mehr oder offener werden, sage ich jetzt mal, was die Sorten angeht und mehr eben die Lage im Fokus haben. Ja, finde ich spannend. Also gerade man sieht es ja ganz gut an unserem Weißwein-Cuvée, Famos. Ah, da war es. Den hätte ich auch gern ohne Lage gehabt. Da haben wir es ja diskutiert, weil ich finde, da hätte ich es jetzt auch gern, wenn man dann, Entschuldigung, ohne Jahrgang. Wir haben doch hier über die Jahrgang gesprochen beim Rotwein und ich hätte den Famos hätte ich auch gern ohne Jahrgang. Können wir ja noch. Hätte ich irgendwie noch, hätte ich so, hätte ich spannend gefunden. Ich hätte auch gern gewusst, wie die Leute reagieren. Vermissen sie es oder wie reagieren die? Aber wir haben uns dann doch beim Weißwein, bei so einem junge, frische, fruchtige Weißwein, ist natürlich das dann auch schön, wenn er einfach, wenn man weiß, okay, der ist wirklich ganz frisch und aktuell vom Jahrgang. Ja, wer will, ja, können wir ja noch probieren. Also da sind wir ja frei. Ja, flexibel. Ja. Mhm. Also Eber, ich finde das ganz spannend, was da dahingehend geht, also mit Küvettierung, weil das ist ja eine Kunst. Also das muss man ja können. Man hat zwei verschiedene Rebsorten und dann muss man, oder dann wird was Schmackhaftes draus. Also das ist, oder zwei oder mehr Rebsorte, so muss man es ja sagen. Ne? Das, unser famos Weißwein-Cuvée besteht aus vier Rebsorte. Jetzt der Granat aus zwei, also. Wobei wir da den Vorteil haben, jetzt beim Granat, beim Spätburgunder, haben wir einen größeren Pool. Also ich finde immer, je mehr Bausteine man hat, glaube ich, umso einfacher, ja, ich weiß nicht, einfacher, aber es wird die Harmonie ist vielleicht leichter zu erreichen. Was mir immer so denkt, wir hatten 98 ein Cuvée Weißburgunder Chardonnay. Mhm. Der war Bombe. Das war halb-halb und es war eine Granate vor dem Herrn. Und wir wollten es natürlich wieder holen und es ging einfach nicht. Wir haben es hin und her probiert im Folgejahr und es hat einfach nicht geschmeckt. Die Weine waren einfach pur und für sich schöner. Ende.
Und deswegen finde ich das schon spannend. Und wenn man das macht, ist das, finde ich, gut, wenn man so eher ein, also ich glaube, wir waren da noch zu verkopft, was die Sorten angeht, wie es sein muss. Und hier jetzt beim Famos besonders, aber auch schon beim Granat, war ja eher so die Grundvorstellung, was will ich eigentlich für einen Wein? Wie erreiche ich dieses Geschmacksbild, was ich eigentlich möchte? Und dann versuche ich das optimal zusammenzustellen in der Assemblage. Und ich glaube, das ist eine Trainingssache, aber wir kriegen es ganz gut hin. Würde ich auch sagen, ja. Genau. Schön. Genau, ich hoffe, das ist soweit nachvollziehbar. Wir haben das ja schon einige Male jetzt angesprochen heute Abend. Es wird man dann eigentlich auch im Frühjahr, da jetzt schon bald wird die kommen, die neue Karte, wird man das auch so ein bisschen abgebildet sehen. Einfach, was uns im Moment umtreibt, wo uns der Wind hintreibt, was jetzt so die großen Entwicklungen einfach aus sind im Weinbau, im Weinrecht. Es bleibt auf jeden Fall, es wird nicht langweilig, es bleibt spannend. Genau. Aber es bleibt lecker. Auf jeden Fall. Ja, sonst genau. Macht es ja keinen Spaß. Das gut. Muss sein. Ich habe mir den Absacker draußen gewünscht. Klappt das technisch? Nee. Okay. Nee. Ist vielleicht stimmt auch besser. Stimmt, ist ganz schön kalt. Genau. Also langsam mal den Glühwein vielleicht warm machen. Wir haben das so gelöst. Wir haben ja eigentlich schon noch gehofft nach dem schönen Sommer, entspanntes Herbst. Wir waren ja auch im Sommer auf dem Marktplatz. Das hat unheimlich viel Spaß gemacht mit dem Weinwagen. Und wir haben schon, glaube ich, gehofft, dass wir auch einfach jetzt den Herbst durch so ein bisschen durchziehen können. Wollten eigentlich auch gern unser Weinglühen durchführen, was jetzt ja doch alles nicht ging. Aber wir waren nicht insofern gerichtet oder unser Chef hat sich lange gewehrt, einen Glühwein abzufüllen. Das ist ja immer wieder gefragt, auch gerade wenn wir dann irgendwo waren mit unserem Glühwein, oh, kann man den auch so kaufen, praktisch flaschenweise. Das ist ein bisschen tricky, weil einfach, wenn man dann mit Gewürzen je nachdem arbeitet oder es muss dann auch alles super, glaube ich, gut laufen, dass es dann auch auf der Flasche gut ist und nichts passiert, also weil da dann einfach auch mit Zucker mit dabei ist und Gewürze, dass dann nicht irgendwas schief geht. Und dann haben wir die Zeit so ein bisschen verstreichen lassen und ich glaube, wir haben jetzt eine super Lösung dann ad hoc noch uns überlegt Anfang Dezember, dass wir einfach gesagt haben, okay, wir nehmen den Rotwein und packen unsere Gewürzmischung, so wie wir es einfach sonst auch für uns selber zu Hause machen, mit dazu, ein Glühweinzucker. Und ich glaube, das ist eine tolle Mischung, weil man dann weiß, was man hat. Wenn man jetzt keine Lust hat auf Glühwein, kann man den Rotwein einfach auch so trinken. Das ist dann noch die andere Option. Man kann selber dosieren. Oder man kann selber das einfach für sich entscheiden, wie man es gern hat. Und man kann noch ein bisschen Saft ergänzen oder Orange, Frische dran machen, einfach wie man es mag. Also, genau. Das ist auch gut angekommen jetzt, gell? Voll. Also vor Weihnachten war das hier echt die ganze Weihnachtsmärkte natürlich, ne? Viele. Und dann hat man echt ganz große Nachfrage natürlich nach dem Glühwein. Das ist eine coole Lösung. Also, und ich glaube, gerade beim Glühwein macht es auch wirklich Sinn, was Gescheites zu nehmen. Mir geht es selber so, weil man will ihn ja warm trinken, dann trinkt man relativ schnell. Und dann ist es einfach wichtig, dass man was Vernünftiges hat. Sonst geht es einem nicht wirklich gut am nächsten Tag. Und ich glaube, so passt es dann ganz gut. Ja. Wie wir uns das überlegt haben. Die Frage, ob wir auch noch einen Glühwein kriege jetzt. Ich habe schon gehabt. Oder wie? Oder nicht? Warum wir nicht? Mal gucken. Ich weiß jetzt auch nicht. Wir kriegen neue. Na. Nee. Also vor der Kamera essen, liebe Leute. Ist ja immer ein beliebtes Thema. Aber wir werden uns ja, also ich spreche für mich, aber vielleicht geht es Matthias ähnlich, wir werden uns ja nicht voll krümeln vor euch. Genießt es. Sie schmecken extrem lecker. Immer in den Pausen greife ich herzhaft zu. Wir haben Smileys eben und diese mit diesen kleinen Dekorationen drauf. Ich habe es ja schon angesprochen. Meine sehen nicht ganz so schön aus zu Hause. Aber Parmesankekse finde ich super, vor allen Dingen auch zum Glühwein. Kann man viel mehr trinken. Immer ein bisschen was Salziges dazwischen schieben. Wichtig. Okay, dir das nicht so. Ja. Ein bisschen. Also ich muss gestehen, dass ich nicht so der Glühwein-Fan bin. Ach, du willst gar nicht, dann kriegst du halt Granat, dann trinke ich alleine. Oder so, ja. Dann bin ich schmerzfrei. Also ich habe jetzt schon gehofft, dass es was gibt, aber ich habe es natürlich nicht extra bestellt.
Ja, aber es normal, wird schon was kommen, normal. An, ja, es wird ja, perfekt immer genau. In die Küche, dass das normal schon klappt. Zum Glühwein noch, man kennt ja den klassischen Rote, aber es geht auch ganz gut mit Weiß und Rosé, hat man auch im Angebot. Und also da würde ich mich noch auf ein Glas überreden lassen. Rosé? Ich. Ja. Also wenn, dann finde ich den Rosé unheimlich schön. Der ist ja dann einfach weinig, den machen wir ja ganz ohne Gewürze. Und den finde ich dann super schön weinig. Einfach ein bisschen frische Orange rein. Mit Weiß habe ich es nicht so. Ja. Weiße Glühwein finde ich irgendwie, das ist jetzt nicht was wir unbedingt. Aha, okay, sagt mir jetzt nichts. Wir kriegen hier jetzt noch eine Regieanweisung, die ich nicht wirklich verstehe, aber vielleicht kann der Matthias sie verstehen. Nee. Auch nicht? Nee. Okay, also das Rezept. Lasst uns mal noch irgendwie was zukommen. Da ist was gekommen, weil da ein Rezept geschickt für Käse, für Weinbogen. Ah. Und das sind die Smileys. Ah, ach so, jetzt verstehe ich das. Also, diese leckeren Smileys, das ist gar nicht mein gutes Parmesan-Kekse-Rezept. Ah, also, okay, mein Parmesan-Kekse-Rezept wurde abgelehnt, da ist so viel Butter drin. Und hier haben wir die leckeren Smileys, ist ein Rezept von der Petra Henke, die das geschickt hat, eben im Nachgang zu einer Weinprobe, dass die sich extrem gut eignen. Und die wurden heute hier im Hause nachgebacken. Und jetzt esse ich doch eins. Ich fand deine auch gut, muss ich sagen. Also, habe ja mal 3 Stück gekriegt. Die waren lecker. Ich meine, das ist ja bitte Schiss Rezept von der Petra Henke. Und die anderen Kekse sind gestanden. Schmecke beide, oder? Ich kann nicht sprechen. Naja, ich würde sagen, das war jetzt eine schön kurzknackige Weinprobe. Ich glaube, wir müssen dann auch bald abblasen oder können auch bald abblasen. Es sei denn, ihr habt noch Fragen. Mir beantworte alles gerne. Der Glühwein, ja, ist zum Gediegen noch. Der war als Absacker gedacht. Ich war völlig geflasht von diesem Cocktail, den du gemacht hast, mit diesem Holundergeist und Tonic und Rosmarin, der frische. Fand ich extrem lecker. Und dann habe ich einfach gedacht, der Grundgedanke, dass man so nach der Weinprobe noch das ein bisschen ausklingen lässt, finde ich super. Und jetzt eben heute Abend wäre jetzt einfach Glühwein an der Reihe. Ich habe den Glühwein jetzt, solange man es auch durft, echt gern gemacht im Dezember, weil wir öfters mal auf dem Balkon standen und wenigstens mit einem befreundeten Paar oder so und konnte dann noch einen Glühwein trinken. Hat so ein bisschen sich einbilden können. Einfach. Ja, das ist ein bisschen schade. Man hatte viel vor im Dezember, ne? Also gerade mit so Freitagabends oder Samstagabends mal hier im Weingut. Afterwork, genau, Glühweinstimmung. Im Innenhof, Glühwein ausschenke. Oh, ja, das wäre toll gewesen. Es kommt wieder, ja, auf jeden Fall. Wir freuen wir uns jetzt auf die Veranstaltungen, die kommen. Wir hoffen, dass die Weinwanderung stattfinden kann. Dann wird Weinkultur sein. Wir möchten auch gerne wieder, wir hoffen, dass die Stadt Waldkirch mitspielt, auf den Marktplatz gehen, das Sommer über. Wir wollen gerne auf den Marktplatz gehen. Und nächstes Jahr im Dezember wäre es echt schön, wir könnten hier einen Weinglühe machen, ja, im Innenhof. Also ich würde schon eine Glühwein trinken, wenn ich einen kriege. Und insofern, ich bin da guter Dinge. Jetzt habe ich ein bisschen Wein getrunken, jetzt bin ich sowieso völlig optimistisch gestimmt auf dieses Jahr. Wir haben kulinarische Weinproben, sind wir gerade am Termine machen. Das wird schon eher spannend, Ende März, im April. Da sind wir mal gespannt. Das Weinfestival in Buchholz war ja 2020 eben schon nicht möglich. Es wird, glaube ich, auch zum normalen Termin dieses Jahr, also 2021, eher nicht möglich sein. Das wäre der 27. März. Ostern ist ja sehr früh dieses Jahr. Und das Festival war ja eigentlich traditionell immer am Samstagabend vor Palmsonntag. Ich glaube, am 27. März werden wir jetzt noch nicht komplett öffnen können, wie wir es gewöhnt sind. Matthias, jetzt musst du durch.
Vielen Dank. Aber ja, es gibt andere so. Sachen. Vielleicht können wir im Sommer, wir haben die Weinzeit. Wir haben die Weinzeit die erste am 8. Mai, ist das richtig? Kann ich mal noch die Termine verifizieren, bevor ich sie erzähle? Also die am 8. Mai, glaube ich, die erste Weinzeit und dann nochmal im Oktober eine geplant. Wie gesagt, im Sommer, also auf dem Marktplatz in Waldkirch, fand ich super schön. Voll. Das hat echt Spaß gemacht. Genau, das ist auch für Leute, die ein bisschen weiter weg her sind, einfach mal ein Wochenende oder fünf Tage. Da waren Tage. Viele auch Besuch, also da waren wirklich auch, also sowohl, es war richtig schön, es waren die Ortsansässige da, die haben gesagt, endlich ist mal wieder was im Städtle. Die hatten Spaß und es waren auch wirklich Gäste da, die Urlaub gemacht haben, irgendwie im Schwarzwald. Die einen waren, glaube ich, da irgendwie im Kinzigtal, war ich mit der Bahn und so. Und also es war echt ein super schöner Abend. Einfach mal fünf Tage im Schwarzwald Urlaub mache und einen Tag dann runter nach Waldkirch. Genau. Genau. Und die Weinzeiten, die wir geplant haben, sind eben der 8. Mai und der 16. Oktober. Kann man sich eigentlich gut merken. 16. Oktober ist ja so, wie meine Wanderung jetzt 2020 war. Und genau, 8. Mai passt ja auch immer. Exakt. So, jetzt, und der Glühwein muss man warm trinken. Das ist das Geheimnis. Du darfst nicht langsam trinken, du musst halt zügig, solange er warm ist, trinken. Ganz klassisch, im Raum trinken. Auch das Ganze. Das müssen wir uns jetzt halt ein bisschen... Aber so warm ist es ja nicht zum Wohle. Als ich mich beschwert habe, dass es sogar hier zu kalt ist, hatte Georg gesagt, er hat gestern schon die Heizung angemacht. Aber sonst waren wir ja die letzten Male im Keller unten, was ich eine super schöne Location finde. Aber da ist es jetzt echt eisig. Sollen wir den auch beschreiben jetzt? Ach so, möchtest du? Was hat, also in der Gewürzmischung sind drin Zucker, Sternanis... Nelke, Zimt. Ja. Und ich glaube, das war es schon, ne? Ich halte jetzt ein bisschen Kardamom. Nee, ich glaube nicht. Und wir nehmen dann immer zum Verfeinern noch den Glühwein ein bisschen Holunderbeersaft, ganz wichtig, und ein bisschen O-Saft. Ich glaube auch der 3/4 Liter je 0,1 Liter. Und dann nicht viel, aber es ist dann einfach schön. Jetzt können wir gerade noch Zitrone, aber das wäre das ganze Geheimnis dann schon. Darf man nicht sagen. Darf man nicht sagen, okay. Also, und was ich halt schön finde, wenn man ein bisschen Saft dran tut, es macht einfach auch den Alkohol noch mal ein bisschen geschmeidiger, weil, wie ich vorher ausführen wollte, ich will ihn ja gern warm trinken. Und dann muss ich ihn ja zügig, also wenn man jetzt draußen steht, dann muss ich ihn ja echt zügig trinken, weil kalt ist dann immer. Und ich habe dann echt manchmal das Problem, dass ich dann halt schon zügig trinke. Und dann, wenn man dann keine Parmesankekse hat, ist manchmal ein bisschen ungeschickt. Und deswegen ist es gut, wenn man es ein bisschen mit Saft einfach noch, es gibt einen guten Geschmack und es ist dann halt ein bisschen, man kann sich dran gewöhnen. So. Ach, jetzt komm. Ja. So was Gutes hast du auf der Bar noch gar nicht gekriegt. Ach, jetzt. Also, ich finde, es schmeckt schon. Nee, es ist lecker. Und es ist ja spannend, wir hatten ja den Glühwein als Apero noch gedacht, bei unserer Weinwanderung im Oktober. Weil so kalte, weil man Glühwein nach dem Kalender trinkt, nicht nach der Temperatur, habe ich ja gelernt. Also es war sonst echt müssen wir eisig. Auf der Bade ganze Jahr ne, Glühwein trinken. Genau, aber es war echt kalt am Morgen, aber es war einfach noch nicht die richtige Zeit. Deswegen wollten die Leute noch keine Glühwein. Aber ich habe davon profitiert, ich durfte ein bisschen was davon mit nach Hause nehmen und konnte es auf dem Balkon genießen. Die Tage. Naja, also Glühwein passt schon, finde ich. Man muss halt einfach darauf achten, dass man was Vernünftiges im Kopf hat. Ja, wie überall, ne? Man muss halt was, wenn man gescheite Ausgangsprodukte nimmt, dann schmeckt es eigentlich auch. Und ich auch. Fand es jetzt schön. So als Aperitif draußen auf dem Balkon hat es jetzt gut gepasst. Oder auch so, wenn man sich auch gar nicht drinnen treffen wollte, sondern einfach nur vielleicht einen Spaziergang zusammen gemacht hat und dann kommt man draußen noch ein Glas Glühwein trinken miteinander. Finde ich schon, dass man so ein bisschen noch seine sozialen Kontakte kriegt. Nicht völlig vereinsamt. Naja, und was man auch wieder anbieten werde, sind weitere Online-Weinprobe wahrscheinlich. Oder? Ich habe ja immer gesagt, wir machen es nur, wenn wirklich Lockdown ist, weil dann die Leute einfach auch zu Hause sind. Sobald sie wieder raus dürfen, wollen sie lieber draußen sein. Ja. Kann ich ja verstehen. Klar. Deswegen weiß ich jetzt auch, müssen wir es halt vielleicht ein bisschen spontan entscheiden, wie lange es geht. Aber so Ende März wäre vielleicht nochmal eine gute Zeit. Ja, glaube ich auch. Zum ersten Mal vormerken.
Was haben wir jetzt, der 8. Januar oder Mitte März? Mitte März. Nach der Landtagswahl, die Woche. Ja, also ja, in zwei Monate. Doch, das ist gut. Zweieinhalb. Ja. Doch. Sollen wir das mal so eintragen? Gerne. Also alle Einträge in den Kalender. Mitte März irgendwie um den Dreh. Machen wir nochmal eine Online-Weinprobe. Vielleicht können wir dann schon was vom 20er Jahrgang mitschicken. Das wäre ja cool. Müssen wir mal im Keller. Das müssen wir ein bisschen vorbereiten. Müssen wir beantragen im Keller. Oh ja, was ganz, ganz Frisches. Füllt immer ungern so früh ab. Das ist einfach nicht gut. Oh, und natürlich, das gab es von Rotary auch noch die Anfrage, ob man die alternative Fasnacht praktisch online feiern als Weinprobe. Das müssen wir mal noch in uns gehen. Das wäre dann schon im Februar. Also es wird was kommen. Es kommt auf jeden Fall. Wir überlegen uns was. Was gut ist. Ja. Aber auf den 20er wäre schon spannend. Doch, das machen wir. Also Mitte März, das machen wir fest. Eine Online-Weinprobe mit was ganz Frischem. Ja. Jetzt warten wir noch 2 Sekunden, bis ob der Chef sich wehrt. Und wenn er sich nicht wehrt, machen wir es fest. Nee, das können wir machen, oder? Ja, er füllt halt immer ungern so früh ab. Aber ein bisschen was geht schon. Irgendwas soll er halt zaubern. Es tut den Weinen einfach nicht gut, wenn sie so ganz jung auf die Flasche kommen. Das merkt man dann schon. Die Reifezeit im Keller ist unheimlich wertvoll. Je größer das Gebinde, umso langsamer ist ja die Reifung. Und dann gucken wir mal. Er guckt uns etwas kritisch an. Nö, der hat sich gerade. Also, wir sind gespannt, ob er uns was zaubert oder nicht. Vielleicht könntet ihr einfach noch in den Chat schreiben, ihr wünscht euch das ganz, ganz dringend. Das wäre noch mal so ein bisschen Argumentationsfläche für uns. Weil natürlich vielleicht hört er auf euch mit. Genau, wenn wir es uns wünschen, naja, die wünschen sich viel das ganze Jahr durch. Aber wenn es so von außen kommt, wird es vielleicht besser. Doch, das kriegen wir irgendwie hin. Ja. Wenn wir es zwei von Hand abfüllen, natürlich, dann gehen wir halt anstatt in Rehberg in den Keller, wir zwei. Also. Wir werden irgendwie eine Lösung finden für die ganze Thematik. Aber das fände ich spannend. Ohne dass, also ich glaube, das ist eher wahrscheinlich eine Desillusion nachher, weil die Weine dann frisch gefüllt oft so ein bisschen verschüttelt sind. Aber es ist einfach spannend, dann schon mal was vom neuen Jahr zu probieren. Haben wir so ein bisschen auch so ganz jung, diese Jungweinaromatik, diese Jungweincharakteristik. Oder eine Fassprobe. Darf man das verschicken? Was denn? Da bin ich jetzt schon wieder zu verkopft vielleicht dafür. Jetzt gucken wir mal. Wir schauen, wir lassen uns was einfallen und dann gucken wir mal. Genau. Und aber so langsam wird es doch Zeit, dass wir uns verabschieden. Ich glaube, 2 Stunden sind schon wieder um. Du sagst immer, wir dürfen nicht so lang. Ich habe schon eine Rüffel gekriegt. Ich würde immer sowieso zu viel erzählen und es wird alles zu viel Text sein. Doch, dann kommen wir doch so langsam zum Ende. Ich würde sagen. Von uns nochmal die Bitte, gebt uns eine Rezension auf Google, da freuen wir uns drüber. Abonniert uns auf YouTube, da freuen wir uns noch mehr drüber. Aktuell sind wir immer auf Facebook und Instagram, also folgt uns oder gebt uns einen Daumen hoch. Ja, von meiner Seite aus war es eine schöne Probe. Schöne Weine heute Abend. Ja, genau. Ich fand sie auch sehr angenehm, weil es nicht so kalt ist. Ah, und jetzt kommt auch unser Backoffice hier, Backstage, mit ins Bild. Stimmen aus dem zusammen. Die Stimmen aus dem Ohr. Genau. Und wir wünschen euch noch einen ganz schönen Abend. Zusammen lasst es krachen, genießt den Glühwein, lasst es euch gut gehen. Und bis bald. Ja. Wir freuen uns. Bis zum nächsten Mal. Zum Wohl. Tschüss. Zum Wohl aus Buchholz. Zum Wohl.